Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen, meine Herren. 9 Uhr, Punkt 9 Uhr haben wir es. Ich sage herzlich willkommen zur Asset Manager Presentation bei Donner und Reuschel. Erneut vom Hamburger Ballindamm, das dritte Mal in diesem Jahr bei, ich würde nicht sagen allerbestem Hamburger Wetter, aber bei ziemlich gutem Hamburger Wetter. Ich denke, ein wenig schimmert es hinter mir durch. Ja, Frauen regieren die Welt. Das ist faktisch unser Thema heute. Der viel zu früh verstorbene Roger Cicero hat es mit seinem Song 2006 ja schon gewusst, als er damals die Themen Frauen und Nachhaltigkeit mit folgenden Worten zusammenfasste. Er sang damals schon: Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, habe ich Nein Danke auf meinen Parker genäht. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. 2006, 15 Jahre her, heute haben wir das Thema Powerfrauen. So schließt sich der Kreis in dieser Zeit. Und mehr muss man faktisch gar nicht zu diesem Thema sagen. Oder vielleicht doch, naja klar, doch am Start schon. Und natürlich in den kommenden rund 2 Stunden. Da wollen wir nämlich ganz ausführlich über dieses Thema sprechen. Wir haben 5 Damen eingeladen, mit denen ich am Beginn so um die 10, 12 Minuten reden darf. Über ihre Karriere, über ihre Fonds, über ihre Anlageideen, über das, was sie vielleicht mit ihren männlichen Kollegen gemeinsam haben, das, was sie unterscheidet. Wir wollen das Ganze nicht überstrapazieren, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das Thema ist teilweise auch in unserer öffentlichen Debatte sehr emotional aufgeladen. Es gibt hier und da eine gewisse Empörungsdynamik, nicht nur beim Thema Frauen und Finanzen, sondern auch in vielen, vielen anderen Debatten unseres gesellschaftlichen Lebens. Und von daher wollen wir uns da gar nicht drauf einlassen. Aber es ist eben ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben unglaublich viele spannende Ansätze und Ideen, die wir heute vermitteln können. Nach diesen circa 10, 12 Minuten pro Dame haben wir, Sie kennen das, wenn Sie die letzten Panel-Diskussionen erlebt haben, eine solche Diskussion, für die Sie Ihre Fragen vorbereiten können, schicken können. Wir haben eine Chat-Funktion eingerichtet hier bei Teams. Stellen Sie die Fragen, wir ordnen sie. Ich habe hier, Sie können es vielleicht im Ansatz erkennen, mein iPad stehen und die Fragen werden mir hier aufgespielt und wir werden dann munter, hoffentlich munter und informativ diskutieren können. Soweit die kurze Vorrede von mir. Was bleibt, ist das Begrüßungswort von Markus Fitt. Er ist Sprecher des Vorstands der Donner und Reuschel Aktiengesellschaft. Er hat sein Begrüßungsstatement kurz vor der Sendung aufgenommen und hat sich hier auch auf dem Dach des Hauses Ballindamm, ich sag mal, ausgetobt. Mats ab. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren. Mein Name ist Markus Fitt. Ich stehe hier in unserem Stammhaus am Hamburger Ballindamm mit einem direkten Blick über die Alster. Freut mich sehr, dass ich Sie heute begrüßen kann zu unserer Veranstaltung für Asset Manager, für Vermögensverwalter. Mit unserem Vermögensverwalter-Hub haben wir eine einzigartige Struktur geschaffen. Wir engagieren uns intensiv für unsere Kunden. Wir fördern den Austausch. Und wir sind, das ist ja auch unser Motto, mehr wie eine Bank. Heute ist aber ein ganz besonderer Tag. Heute beschäftigen wir uns mit Powerfrauen. Vor genau 15 Jahren stand ich hier am Hamburger Ballindamm und eröffnete die erste Veranstaltung unseres Donner-Reuschel-Frauennetzwerkes. Wir waren auch dort richtungsweisend und vorneweg. Hatten wir doch erkannt, dass bei allen wesentlichen Finanzentscheidungen die Frauen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ging früher der Mann in Finanzdingen alleine zur Bank, hat am Ende des Tages, wenn es um die Entscheidung geht, die Frau eine gehörige Mitsprachefunktion. Und da muss man sagen, wir haben dann das zum Programm gemacht. Fördere Frauen, vernetze sie, binde sie ein, frühzeitig in die Entscheidungen und lasse dir was Besonderes einfallen. Aber Powerfrauen, Frauen im Management ist auch eine Herzensangelegenheit von uns. So sind wir seit vielen Jahren Förderer der Diversität. Dass die Allianz Arena leider nicht in den Regenbogenfarben erscheinen konnte, hat uns kirre gemacht. An all unseren Standorten haben wir sofort die Regenbogenflagge gehisst, wie wir sonst nur zum CSD bei uns auf dem Dach als klares Bekenntnis für Diversität gehisst haben. Lassen Sie uns engagieren
für Powerfrauen, für gute Netzwerke. Für ihre Netzwerke und für unsere gemeinsamen Netzwerke. Wir merken, dass Frauen, Powerfrauen, schwierige Themen einfacher und schneller ansprechen als Männer. In unserem Aufsichtsrat haben wir 4 Frauen. Und die Frauen haben immer die schwierigen Themen sehr angenehm, aber nachhaltig angesprochen und einen wesentlichen Wertbeitrag dazu geleistet, dass die Entscheidungen nicht in Hinterzimmern getroffen werden, sondern mit offenen Visieren. Ich schätze das sehr, dass Frauen ihre Sicht, die doch durchaus abweicht von denen der Männer, so aktiv einbringen, und deswegen engagiert sich Donner und Reuschel und ich auch privat bei FIDA Frauen in die Aufsichtsräte. Und wir fördern Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, insbesondere für Frauen, Powerfrauen. Wir kümmern uns um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und knüpfen gemeinsam mit Ihnen Netzwerke. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Konferenz, auch wenn ich leider nicht dabei sein kann persönlich. Ich werde per Video auch mich einloggen in den Termin. Ich wünsche uns eine ganz tolle Veranstaltung. Bleiben Sie gesund. Und Sie wissen, die persönliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Ich hoffe darauf, dass wir uns bald auch wieder persönlich sehen können. Ihr Donner und Reuschel-Team, persönlich Ihnen alles Gute und eine gute Veranstaltung. Bis dann. Tschüss. So, jetzt wollen wir aber die Damen vorstellen. Ich meine, Sie haben sie natürlich alle schon in der Einladung gesehen, jetzt auch live und in Farbe. Und ich würde sagen, ich mache das Ganze mal chronologisch und fange mit A wie Ahrens an. Frau Petra Ahrens als Inhaberin und Vorständin der Majestas AG und seit Mai erste Frau im Vorstand des Verbands Unabhängiger Vermögensverwalter. Einen schönen guten Morgen nach Köln. Einen schönen guten Morgen nach Hamburg, Herr Franek. Hallo. Hallo, dann haben wir Frau Dr. Perischer Berlenbach, Mitgründerin und COO der Earth Resource Investment Group. Einen schönen guten Tag oder auch guten Morgen in die Schweiz. Morgen, Herr Franek. Danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Marion Griedel in München als Gründerin und Geschäftsführerin der Griedel Asset Management GmbH. Guten Morgen. Bei Ihnen haben wir noch den Ton aus, Frau Griedel, aber das ist nicht so schlimm. Wir sehen Sie in voller Schönheit, ja. Und jetzt hören wir Sie auch. Sagen Sie doch noch einmal guten Morgen für uns. Jawohl. Genau. Dann haben wir Edda Schröder als Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH. Hier, meine ich, müssten wir guten Morgen nach Frankfurt sagen. Richtig. Guten Morgen, Herr Panik. Und last not, sehr gerne. Last not least, Frau Dr. Mechthild Umgang als Gründerin und Geschäftsführerin der Dr. Umgang Vermögensverwaltung GmbH. Einen schönen guten Morgen nach Bonn. Ja, viele Grüße aus dem total verregneten Bonn in das etwas verregnete Hamburg. Ja, aber so haben Sie wenigstens einen Grund, drin zu sein und uns zu begleiten hier heute Vormittag, Frau Umgang. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr auf diese Runde. Muss auch dazu sagen, natürlich hätte ich Sie lieber, viel, viel lieber hier auf der Bühne gehabt am Hamburger Berlindamm im persönlichen Gespräch. Auch da sind wir allesamt immer noch relativ vorsichtig. Das ist sicherlich auch gut so. Und wir haben alle gemeinsam natürlich die Hoffnung, dass wir zumindest hybride Veranstaltungen alsbald stattfinden lassen können oder eben sogar eine echte. Legen wir los, würde ich sagen. Und da habe ich mich, wenn ich das darf, für Frau Dr. Berlenbach entschieden. Und wir gehen zunächst für die ersten Minuten in die Schweiz. Frau Berlenbach, ich habe ja Dinge erfahren über Sie, das wusste ich alles gar nicht. Wir haben uns ja auch schon mal kurz gesehen, aber Sie haben als Zahnärztin, also Sie sind Frau Doktor, als Zahnärztin in einer Privatpraxis in der Schweiz gearbeitet, ehe Sie mit einem MBA in die Welt des Bergbaus eingestiegen sind. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Von der Mundhöhle, wenn man so will, in die Steinhöhle. Waren denn die Zähne Ihrer Patienten wirklich so schlecht? Also bei so viel leckerer Schweizer Schokolade kann man das, glaube ich, schnell verzeihen, oder? Nein, also die Zähne von den Schweizern sind wirklich tipptopp. Aber Spaß beiseite.
Ja, trotz meiner Tätigkeit als Zahnärztin dürfte ich meinem Mann, als er in Südafrika war, dabei helfen, als er ein Rohstoff-Investment-Boutique aufsetzte. Und das finde ich gerade schön. Also es ist jetzt nicht nur Diversity macht jetzt nicht nur Frau und Mann aus. Es ist auch etwas Diversity in Thought. Also dass man zum Beispiel dasselbe Thema von verschiedenen Blickwinkeln anschaut und verschiedene Perspektive betrachtet. Und das finde ich gerade schön. Und mit dem MBA dürfte ich auch zwei völlig unterschiedliche Themen miteinander verbinden. Das ist dann eben Nachhaltigkeit und Rohstoffe. Und das geht wirklich. Und ich denke, es ist sehr schön, es ist sehr befriedigend, wenn man das Gefühl hat, dass man so eine positive Veränderung in der Industrie beitragen darf. Aber mal nachgefragt, als Frau im Bergbau, ich meine, das ist ja nun mal eine wirklich ungewöhnliche Branche, die Sie sich da ausgesucht haben. Vielleicht war es ja die Liebe zu Ihrem Mann und Sie haben dann einfach gesagt, okay, wenn ich dich habe, Joachim, dann nehme ich den Bergbau gleich mal mit. Aber egal ob vor Ort oder bei Messen, Frau Berlenbach, wie sehen und sahen dort Ihre Erfahrungen aus? Ja, also Bergbau ist doch eine recht männerdominierte Welt. Es ist aber schon so, dass bei Konferenzen zum Beispiel, wenn ich mit Achim unterwegs bin, dass ich direkt als die Assistentin wahrgenommen wird, dass also ich bin seine persönliche Assistentin einfach immer. Und vielfach ist es so, dass wir die große CEO, also die C-Suites von großen Bergbaufirmen bei uns im Büro haben. Wenn die dann auf Roadshow in Europa sind zum Beispiel und die kommen vorbei und ich bekomme dann immer als erstes die Frage nach dem Kaffee. Und die wundern sich dann immer, wenn ich dann nachher dann auch mich dazusetze am Tisch und denen praktisch nach ihrer ESG-Strategie ausfrage. Also das kommt dann immer recht überraschend. Aber ich denke mal, viele Frauen kennen das. Es ist schon so, dass es passiert. Und ganz ehrlich, für den Fall, dass es einem nicht passiert ist, nur weil es ihnen nicht passiert, das heißt nicht, dass es nicht passiert. Also es ist eine Sache, die einfach immer wieder vorkommt. Ja, da ist noch viel zu tun in der Wahrnehmung. Hat sich das in der Branche mittlerweile zumindest ansatzweise geändert, Frau Berlenbach? Oder müssen Sie als Frau da immer noch so kämpfen, wie das vor einigen Jahren der Fall war? Doch, doch, es hat sich recht geändert. Also vor allem in der Minenindustrie, also gerade in den höheren Vorstand-Level, Dr. Jean Rogers, das ist die Founder, also die Gründerin und Ex-CEO von SASB, also von der Sustainability Accounting Standards Board. Und sie ist jetzt im Vorstand von Foran Mining. Dann gibt es eine ganz tolle Frau, die Frau Elizabeth Gaines, sie ist CEO von Fortescue, das ist eine australische Firma. Und das ist jetzt nicht so bei der, dass die jetzt nur als CEO dann vertreten ist, als Frau. Es ist ja auch so, dass die Hälfte von ihr Board auch Frauen sind. Und das spiegelt sich auch in ihre Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel in diese Unternehmen eine 24-stündige Kinderbetreuung. Ja? Und das macht dann einfach den Arbeitsplatz attraktiver auch für Frauen. Aber das sind jetzt nicht nur Frauen im Vorstand. Also ich teile mit Ihnen mal ein Slide, also ein Bild besser gesagt. Und wenn man das sehen kann, dann sieht man auf der linken Seite im Prinzip genau das, was man bei einer Minenindustrie sich vorstellt. Also zwei Männer, dreckig, stark, vielleicht nicht ganz wohlriechend, aber das ist einfach diese Perspektive, also diese Perception letztendlich von Menschen, die an die Minenindustrie denken. Aber wenn man das Bild auf der rechten Seite anschaut, dann sieht man Frauen in so einer Art Office. Ja? Also das sind letztendlich Frauen, die in Indonesien sitzen und die betätigen semi-autonome Fahrzeuge, die unter Tage sind. Das heißt, sie sind oben in einem Büro und betätigen diese Fahrzeuge, die unter Tage sind. Und man sieht dann auf dem Bildschirm eine Karte von der Mine und eine Kamera vorne und hinten. Und das erlaubt Frauen, gerade hier natürlich ein schöner Joystick zum Spielen, und das erlaubt eben diese Frauen, trotz keine Stärke in dem Sinne, also körperliche Stärke, teilzunehmen an die Arbeit, die auch unter Tage stattfindet. Und es ist jetzt nicht nur schön, dass Frauen dabei sein können, es ist auch ein Safety-Aspekt. Ja?
Und was man dazu vielleicht auch noch sagen kann oder soll, ist, dass die World Bank hat in 2018 eine Studie rausgebracht, dass über 2,7 Milliarden Frauen die gleiche Arbeit nicht ausüben dürfen, die Männer ausüben können. Und gerade in Indonesien ist es so, dass Frauen laut Gesetz nicht länger als 4 Stunden unter Tage arbeiten dürfen. Das heißt, die haben nicht einmal die Möglichkeit, überhaupt solche Arbeiten auszuüben. Aber mit solcher Technik und solcher Vorgehensweise, mit Innovation, gibt es dann eben die Möglichkeit, dass Frauen solche Arbeiten auch ausführen dürfen. Sie haben einige Frauen in Führungspositionen genannt, Frau Berlenbach, einige Unternehmen, die da vorangehen, auch BHP. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gesehen oder gelesen habe, aber ich meine, dass ich gelesen habe, dass BHP in einem Artikel heftig kritisiert worden ist, da das Unternehmen bei der Ernennung von Frauen in Führungspositionen zu forsch, ja vielleicht sogar aggressiv vorgegangen sei. A, ist das richtig? B, wie bewerten Sie dies? Ja, also es stimmt schon. Also BHP hat sich vorgenommen, ein Gender Balance zu erreichen bis 2025. Ganz ehrlich, ich sehe das dann von zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich, es ist toll, es kreiert Opportunität und man kann mit harter Arbeit tatsächlich ja, in diese Rollen dann einsteigen. Die Frauen, die ich zum Beispiel vorher gezeigt habe, das waren letztendlich Frauen, die in der Administration bei der gleichen Firma gearbeitet haben. Dann gab es ein ja, ein Strike und alle Männer, die in dem Raum waren, haben gesagt, okay, das war's, wir kündigen. Und auf einmal hatte die Firma das Problem, diese Stellen dann zu besetzen. Und die haben die Frauen von der Administration genommen und die dann einfach trainiert, dass die diese Arbeiten ausüben dürften oder könnten. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass es dann nicht nur produktiver war in dem Sinne, sondern die hatten auch weniger Schaden an die Geräte, weil die Frauen einfach insgesamt feinfühliger vorangegangen sind. Also von dieser Seite sehe ich, dass es schon möglich ist. Also das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ich war ja auch nicht mein Leben lang im Bergbau tätig. Es geht, mit harter Arbeit geht das. Das Problem auf der anderen Seite sehe ich, dass man wird dann nur als Quotenerfüller gesehen. Und wenn das der Fall ist, dann wird man einfach nicht ernst genommen. Und das ist eben problematisch. Also da muss einfach die Skillset letztendlich entscheidend sein. Und wenn es zum Beispiel jetzt nicht so ein Fall ist und man hat zwei Leute, die sich dann für die gleiche Stelle bewerben, Mann, Frau, und beide sind gleich ausgebildet, dann muss ich schon sagen, da würde ich dann mich entscheiden für die Frau. Selbstverständlich wollen wir auch auf Ihre tägliche Arbeit schauen, Frau Berlenbach. Herzlichen Dank im Übrigen für diese Eindrücke, für diese ehrlichen und offenen Eindrücke aus Ihrer Arbeit in den letzten Jahren. Sie waren in diesem Zeitraum zusammen mit Ihrem Mann Initiatorin eines nachhaltigen Bergbaufonds. Aber mal ehrlich, ist das nicht ein krasser Widerspruch? Sie sind jetzt ESG-Verantwortliche im Unternehmen. Wie integrieren Sie jetzt Nachhaltigkeit in Ihren Bergbaufonds? Ja, also viele Menschen betrachten Bergbau als schmutzig. Es ist auch wieder diese Perception, die man vielleicht ein bisschen umändern sollte. Man sieht zum Beispiel Solaranlagen oder Windturbine und sieht das als eine inspirierende Zukunft. Aber ganz ehrlich, Nachhaltigkeit sollte dann betrachtet werden, nicht nur am Ende von der Lieferkette. Das sollte man eigentlich ganz am Anfang von der Lieferkette betrachten. Und da muss man anfangen, man muss Nachhaltigkeit durchziehen, durch den ganzen Weg. Und aus unserer Sicht fängt das eigentlich mit der Minenindustrie an. Es bringt jetzt nichts zu sagen, ah, das ist schön, wir brauchen eben die Solaranlagen, wir brauchen die Windturbinen, ohne dran zu denken, dass es zum Beispiel 11 Tonnen Silber braucht pro Quadratkilometer Solaranlage oder eben 5 Tonnen Kupfer pro Megawatt Windenergie. Das ist onshore. Und wenn man zum Beispiel draußen im Meer ist, dann ist es schon mal 15 Tonnen Kupfer. Das ist eine ganze Menge. Und diese Mengen an Metalle darf man einfach nicht unterschätzen, was man braucht. Und wir haben eine etwas andere Approach genommen. Also wir machen jetzt nicht Negative Screening. Also diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich kein Fan davon bin, weil es letztendlich zu keinem Fortschritt kommt, wenn man einfach von vornherein sagt, keine Minenindustrie. Ja?
Und was wir gemacht haben, also was ich in der Arbeit gemacht habe, ist in einer Stakeholder-inklusive Sichtweise genommen, das um Nachhaltigkeit in Bergbau zu integrieren. Und das war dann auch das Thema von meiner Arbeit. Ich teile dann wieder mein Screen, einfach nur, damit man vielleicht dann etwas andere Blickwinkel sieht. Das habe ich schon mal gezeigt. Also das ist letztendlich die soziale Linse. Also das Typische ist das Environmental, Social and Governance, das ESG. Aber wir haben zum Beispiel auch noch eine ökonomische Linse genommen. Und hier wieder auf der linken Seite sieht man das typische Bild von der Minenindustrie. Ja, also das sind Männer ohne Security, ohne Hard Hats, die ganz einfach nach den Metallen suchen. Das nennt man Artisanal Miners. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil diese Artisanal Miners sind nicht erlaubt. Also das ist by law nicht erlaubt, dass man so einfach letztendlich Metalle abbaut. Und es gibt dann zum Beispiel Firmen, wie das damalige Continental Gold ist jetzt übernommen worden, die diese Artisanal Miners nehmen, umschulen und einstellen. Und das ist zum Beispiel, wie man aus so einer Situation, die man normalerweise kennt aus dem Bergbau, eine völlig andere erschaffen kann. Und warum wir das dann unter die ökonomische Linse genommen haben, ist, weil es 40 Millionen solche Artisanal Miners gibt, die letztendlich wiederum 150 Millionen Menschen unterstützen durch das Geld, die die dadurch verdienen. Und Poverty ist zum Beispiel das SDG Nummer 1. Und wenn man zum Beispiel solche Leute umschulen kann, dann trägt man auch dazu bei, das erste SDG, in meiner Meinung nach mitunter einer der wichtigsten, zu lösen. Ja? Wenn man noch ein zweites Bild anschaut, dann sieht man zum Beispiel das typische Bild, das auch in den ganzen Medien durchgeht. Das ist diese Brumadinho Dam Collapse, das war in 2019 von Vale in Brasilien. Das ist das, was wir natürlich nicht sehen wollen, aber das ist das, was die Menschen sehen von außen, was die Minenindustrie ist. Und auf der rechten Seite sieht man, was man tatsächlich auch noch Gutes daran erzielen kann. Das ist jetzt auch ein Tailings Dam, also ein Absatzteich auf Deutsch, aber man kann zum Beispiel Solaranlagen draufbauen und dadurch auch Energie gewinnen, auf saubere Weise, die auch die Mine betreibt. Ja, natürlich die Governance-Seite, einfach nur, dass wir das auch mit besprechen, ist, dass man zum Beispiel ja eine Führung durch Vorbild sein muss. Ja, es ist schon ein Problem in der Minenindustrie, dass man insgesamt überbezahlt wird, selbst wenn die Share Price sinkt. Ja, und so ist es dann eben, wie wir dann vorgehen. Also das ist, es ist einfach ja, schön dazu beitragen zu können, diese positive Bewegung mitzumachen. Sie arbeiten dabei weiterhin sehr eng mit Ihrem Mann zusammen. Ich erinnere mich an eine andere Asset Manager Presentation. Da hat er Ihnen hinten im Rücken gesessen oder den Rücken freigehalten. Ich weiß nicht, je nachdem, wie man das jetzt interpretieren mag, Frau Berlenbach. Wie gestaltet sich der Alltag? Schön. Also wir haben ganz ehrlich völlig unterschiedliche Aufgaben. Wir ergänzen uns, glaube ich, sehr. Es ist so ein bisschen dieses Hunter-Gatherer beziehungsweise Trustee-Promoter, wie man das sehen möchte. Und es braucht ganz ehrlich, meiner Meinung nach, beide. Ja? Also es braucht beide Sichtweise. Und wir arbeiten seit 10 Jahren eng zusammen, sind 15 Jahre verheiratet und es geht noch gut. Sehr schön. Und dann hoffen wir, dass es auch lange, lange noch so bleibt. Schlussfrage an Sie. Zurück zum Bergbau, zu Ihrem Job, zu Ihrer Branche. Wie hat er sich dann im Laufe der Jahre ganz grundsätzlich verändert? Und was würden Sie gern anders sehen, vor allem für Frauen? Das ist der Blick nach vorn. Also ich denke, es hat sich positiv verändert. ESG ist einfach in allem Munde. Es ist ein Thema, die man einfach nicht mehr ignorieren kann, es ist kein nice to have und das ist dann eben schön, weil es dann auch so durchfließt, auch was Frauen betrifft. Und was ich gerne sehen würde, ist, dass Frauen einfach arbeiten können. Das heißt, es ist einfach eine typische Annahme, vor allem jetzt in der Covid-Zeit, dass Frauen die Rolle übernehmen beim Homeschooling. Das heißt, die haben einfach irre viel auf der Platte, also nicht nur Haushalt und Kinder schmeißen, sondern auch noch die Vollzeitstelle. Und das ist
das ist vielleicht eine Denkweise, dass sich vielleicht ein bisschen ändern sollte, dass man einfach ein Ökosystem für Frauen erschaffen kann, dass es denen erlaubt zu arbeiten. Die OECD hat jetzt auch ein Family Database und haben zum Beispiel gezeigt, dass in der Schweiz kostet es, also von dem Einkommen von einem verdienenden Mensch, 70% von den Einkommen, um Childcare zu haben, also für die Kinderbetreuung. Und das lohnt sich einfach nicht. Also das ist dann sehr, sehr schwierig für eine Frau, dann eine Stelle anzutreten, wenn das die Bedingungen sind, die einem vorgestellt würden. Und was ich vielleicht auch noch gerne sehen würde, ist, dass eine Frau für ihr Skillset auch anerkannt wird und nicht als einfacher Quotenerfüller. Frau Bellenbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für diese offenen und ehrlichen Worte und freue mich sehr, dass wir Sie nachher in der Panel-Diskussion wiedersehen. Sehr gerne. Sozial und ethisch agieren, nachhaltig und fair anlegen. Ja, so schnell geht das. Schon sind Sie bei uns im Blickpunkt. Sind Themen. Und ich kann nicht mal widersprechen. Doch, dürfen Sie gerne. Aber ich lasse Ihnen nicht viel Auswahl, Frau Obgang. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Also sozial, ethisch agieren, nachhaltig und fair anlegen. Das sind Themen, die an den Kapitalmärkten diskutiert werden, die Sie auch immer wieder in Ihrem täglichen Geschäft ansprechen wollen, ansprechen müssen. Vor allem Frauen interessieren sich für diese Inhalte, haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Warum passen also die Themen Frauen und Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht so gut zusammen? Also zum einen können wir ja jetzt feststellen, alle Menschen reden über Klimawandel und durch den Ausbruch der Corona-Pandemie ist auf einmal das Thema, wie gehen wir mit uns, der Umwelt, mit unseren Kindern um, und jede und jeder merkt, mein Handeln hat Auswirkungen auf mich und auf andere. Und jetzt können wir uns vielleicht ein Jahr darüber freuen, dass in Venedig endlich mal Delfine wieder zu sehen sind. Ich habe aber gesehen, die ersten Kreuzfahrtschiffe machen sich da schon wieder breit. Da kann man nur sagen, tschüss, liebe Delfine. Und so schnell geht's. Was das Thema Frauen und Nachhaltigkeit angeht, Frau Bernbach hatte das ja auch gerade schon gesagt, das Thema Kindererziehung, Familie bleibt bei den Frauen gerne hängen. Das bedeutet, sie sind auch in der Regel diejenigen, die einkaufen gehen, die schauen, woher kommen die Lebensmittel, die ich für meine Familie einkaufe. Das heißt, da ist schon eine große Affinität und diese schlägt sich auch im Anlageverhalten nieder. JP Morgan hat beispielsweise europaweit 4000 Menschen befragt, wie sie es denn so halten mit ihrem Anlegen und auch mit der Nachhaltigkeit. Und da gaben immerhin 72% der Frauen an, Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. 20% sagten sogar, es ist ihnen extrem wichtig. Und wenn wir jetzt uns das mal einfach so für Deutschland angucken, da hatte die Quirinbank gesagt, ich schaue mal, wie halten es denn unsere Kundinnen und Kunden damit? Und dort stellte man fest, dass 61% der Kundinnen gesagt haben, wir wollen nachhaltig anlegen, aber nur 45% der Kunden, der Männer. Das heißt, Frauen haben da ein großes Interesse, merken wir auch jeden Tag in unserer Beratungspraxis, dass Frauen fragen, was hat das für Auswirkungen? Und aus dem Grunde finde ich, passen Frauen und Nachhaltigkeit nicht nur zusammen, sondern die gehören eigentlich zusammen. Gibt es eigentlich typische Frauenfehler oder auch Männerfehler bei der Geldanlage, Frau Obgang? Oder sind wir alle gleich gut oder schlecht? Ich will da ja gar keinen Widerspruch skizzieren, aber zumindest die Erfahrungen rauskitzeln, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit gemacht haben. Also eine Gemeinsamkeit kann man feststellen, merken wir auch in unserer Beratungspraxis. Und wer heute das Handelsblatt gelesen hat, stand in der Überschrift, die Investitionen in Aktienfonds haben eine solche Zunahme erreicht wie in den letzten 20 Jahren nicht. Das heißt, die Menschen stürzen sich auf diese Investments. Wenn man, und da kommen wir zu den Gemeinsamkeiten, die Postbank hat vor kurzem eine Studie herausgegeben, da haben die jüngere Leute gefragt und haben gesagt, was denkt ihr denn, Männer und Frauen, was denkt ihr, was ihr im Durchschnitt mit eurer Geldanlage pro Jahr verdienen können? Und dann sagten die Leute unisono, oder die meisten sagten 9% pro Jahr. Wenn aber dann gefragt wird, was ist denn die Anlage, die ihr bevorzugen würdet, sagten die Leute Tagesgeldkonten. Da kann man sagen, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und da fehlt auch ein Verhältnis. Und das ist auch das, was wir jetzt sehen, wenn die Leute zu uns kommen, dass sie sagen, natürlich, ETF bedeutet 9% pro Jahr. Und
Ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen aufpassen, denn ich bin ja auch ein bisschen, die meisten von uns ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Und was hochgeht, geht in der Regel auch runter. Und wenn es dann wieder runtergeht, dann müssen wir gucken, wie die Menschen damit umgehen. Der Unterschied, den wir zwischen dem Anlageverhalten von Frauen und Männern feststellen, ist, auch das lässt sich in Studien belegen, dass Frauen deutlich weniger zu Wertpapieren, zu Aktien greifen und auch, dass sie sagen, wir möchten das Geld eher kurzfristig anlegen. In der Regel hat das dann familiäre Hintergründe. Kurzfristig anlegen bedeutet aber, Aktienmärkte sind jetzt nicht das Gebot der Stunde und da sehen wir auch die Unterschiede. Fakt ist aber, und das habe ich in einigen Gesprächen rausgehört, auch mit Psychologen, Frau Obgang, dass sich Frauen beim Thema Geld und Geldanlage oft sehr viel weniger zutrauen als Männer. Das ist also nur eine Wahrnehmungsfrage, eine Ansichtssache. Haben auch verschiedene Umfragen ergeben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Dafür gibt es eigentlich nicht nur eine Erklärung, sondern mehrere. Eine wichtige Erklärung ist natürlich der Blick in die Historie. Es war jahrtausende lang Frauen schlichtweg verboten, überhaupt eigenes Geld zu haben, geschweige denn es auszugeben. Da gab es Rechtsvorschriften. Und wenn ich in meinen Seminaren erzähle, dass es bis 1976 noch möglich war, dass der Mann die Stelle seiner Ehefrau kündigte mit der Begründung, das störe den häuslichen Frieden, dann fallen immer alle um und sagen, gibt's doch gar nicht. Wir reden von 1976, nicht von 1776. So, das ist das eine. Und die andere Begründung ist, wenn wir sehen ja uns tolle Frauenpower hier, auch gerade Frau Dr. Berlenbach, studierte Zahnärztin, jetzt rettet sie die Welt im Bergbau. Das heißt, alle sind top ausgebildet, aber sie sollen dann trotzdem angeblich Kaffee kochen. Wir sind top ausgebildet, aber Frauen verdienen weniger. Thema Gender Pay Gap und natürlich das Thema Teilzeit. Und wer weniger Geld verdient, ist natürlich auch vorsichtiger mit der Geldanlage. Und das merken wir auch, dass die Frauen auch Ängste haben, dass viele Frauen, es gibt eine neue Studie, die sagt, 70% der jüngeren Frauen machen sich Sorgen um ihre Altersvorsorge. Und ganz faszinierend, da sehen wir auch eine Gemeinsamkeit, dass sich über 90% erhoffen, dass der Staat ihnen auch Wissen vermittelt und ihnen weiterhilft. Das heißt, diese Diskussion um Deutschlandrente, ein einfaches, transparentes, günstiges Produkt, rennt bei ganz vielen Menschen, auch in erster Linie bei Frauen, offene Türen ein. Frau Obgang, Sie sind Geschäftsführerin Ihrer eigenen Firma. Ich habe es angesprochen, sind naturgemäß damit auch das Gesicht nach außen. Der Außenminister oder die Außenministerin, um es hier mal zu gendern, kommen dadurch eigentlich auch mehr weibliche Kunden zu Ihnen? Oder ist die Frage schlichtweg Quatsch von einem Mann gestellt? Nein, die ist natürlich nicht Quatsch, sondern wir sind ja schon seit 1990, bin ich selbstständig und seit der Zeit haben wir natürlich das Thema Finanzberatung von Frauen für Frauen auf der Agenda. Und beispielsweise 1992 gab es die Studie der Finanztest, da haben die Frauen losgeschickt unter dem Motto, werden die eigentlich schlechter beraten als bei Banken? Und man kam zu dem Ergebnis, ja, Frauen werden schlechter beraten. Und die Überschrift war, flotte Sprüche ersetzen oft den Sachverstand. Damit meinten die Bankberater. Damals gingen Bankberater noch hin und sagten, ich glaube, Sie sehen gar nicht risikofreudig aus. Da habe ich wohl was Besseres für Sie. Das war die damalige Zeit. Das heißt, da haben natürlich die Kundinnen und die Frauen uns, ich sage das mal so salopp, die Bude eingerannt und waren froh, dass es die wenigen Finanzberaterinnen gibt. Es gibt ja auch ein bundesweites Netzwerk von Finanzberaterinnen und wir haben alle gut zu tun. Um all diese Themen, Frauen, Finanzen und Nachhaltigkeit, gut und effizient miteinander verknüpfen zu können, haben Sie das sogenannte Future Folio konzipiert, Frau Dr. Obgang. Was hat es mit diesem Fonds auf sich? Wie funktioniert er? Also der Future Folio ist den gibt es in drei Ausprägungen, das heißt ein Dachfonds. Und der Anlass, um überhaupt so einen Fonds aufzulegen, man hat ja auch sonst genug zu tun, warum braucht man da noch einen Fonds, war, dass viele Kundinnen, vor allem auch junge Kundinnen, zu uns kamen und sagten, so, ich habe gehört, ich brauche ETF und irgendwie soll das mit ESG zusammenhängen. Und wenn man dann, und es gibt ja die tolle Rendite, und wenn man dann ins Detail ging, merkten dann viele und sagten, das scheint mir doch sehr komplex zu sein, ich traue mir das gar nicht selber zu. Und so sind wir hingegangen und haben mit dem Future Folio 55 den ersten
ETF-orientierten Dachfonds aufgelegt, der halt auch natürlich Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen soll. Das ist ein Paragraph 8-Fonds. Und wollen damit Kundinnen ansprechen. Wir haben zum Beispiel bei den Future Folios keine Ausgabeaufschläge, um auch die Hürde, ins Investment einzusteigen, möglichst gering zu halten. Denn was nützt mir die schönste Anlage, wenn ich sie nicht tätige, weil ich irgendwie nicht aus den Hufen komme, um das mal salopp auszudrücken. Und da wollen wir auch einen Teil zu beitragen. Welche Bedeutung, Sie haben ja drei Future Folios, welche Bedeutung haben die Ziffern 33, 55 und 77 im Fondsnamen? Warum sind das alles Schnapszahlen, Frau Dr. Umgang? Was wollen Sie uns damit sagen? Die Message ist eigentlich ganz einfach. Also die Schnapszahlen kommen nicht daher, weil ich so viel Schnaps trinke, sondern wir haben eine Ursache. Die Zahlen bedeuten einfach nur die Aktienquote. Man kennt ja normalerweise die Ausprägung 30% Aktien für defensive Anlagen, 50 und 70. Und das fand ich irgendwie auch ein bisschen langweilig und verstaubt. Und 70% finde ich für eine aktienorientierte Anlage vielleicht auch ein bisschen wenig. Und so kamen jetzt die Zahlen zusammen, 33, 55 und 77. Und ich finde, man kann es jetzt gut merken und weiß, in welcher Aktienwelt bin ich unterwegs. Ja, in der Tat. Sie beackern dort viele, viele Zukunftsthemen und die Zeit jetzt reicht nicht aus, um all diese Zukunftsthemen ausreichend besprechen zu können. Aber wir sind ja hier auch, Frau Obgang, um zu priorisieren, um das Wichtigste nach oben aufs Schild zu heben. Welches Thema ist für Sie das Wichtigste und warum? Oh, das kann man schwer sagen, weil die Zukunftsthemen orientieren sich ja auch an diesen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Ich persönlich finde natürlich das Thema Gender Diversity, wären Sie gar nicht drauf gekommen, eines der wichtigsten Themen, weil es geht ja nicht nur um die Gleichstellung von Frauen. Schauen Sie sich das Thema UEFA an, was haben Sie sich da jetzt angestellt mit Ihren Regenbogenfahnen von wegen, wir wollen diverser werden, wir wollen für alle Menschen da sein. Und so ist das natürlich auch ein Ansatz, den wir als Beimischung in unserer Future Folio Dachfonds auch berücksichtigen. Eigentlich auch Männer investieren in den Fonds? Sie schon. Nein, aber das sind ja ganz normale Fonds mit Wertpapierkennnummern und insofern, wir freuen uns natürlich, sonst wäre ich ja auch gar nicht hier, wenn ich gar kein Geld mehr haben möchte. Also wir freuen uns über jede Investition und natürlich, das sagen wir auch bei unseren Kunden und Kundinnen, wenn welche anrufen und sagen, ja, beraten Sie auch Männer, dann sagen wir immer, ja, aber nur nette und da sind wir super gut mitgefahren. Sehr schön. Das heißt, ich darf zu Ihnen kommen. Sehr schön. Eine allerletzte Frage, Frau Obgang, dass alles, was Sie tun, was Sie anfassen mit dem Future Folio oder mit denen, das sind ja mittlerweile mehrere, klappt alles offensichtlich sehr gut, bleibt auch anderen nicht verborgen. Sie sind sicherlich viel zu höflich, um selbst darüber zu reden, aber ich habe es natürlich in der Recherche herausgefunden, dass Sie als erste Frau überhaupt im Jahr 2019 den Fonds Frauen Award erhalten haben und damit ja wirklich erstmals überhaupt diesen Preis gewonnen haben. Und die Frage muss natürlich lauten, was ist die Ursache, was ist der Grund dieses Preises? Gewürdigt wurde ja dabei auch Ihre Vorbildfunktion für andere. Wenn Sie vielleicht nicht selbst definieren wollen, wie Sie Ihre Rolle dabei sehen, aber wie wurde Ihre Rolle denn gewürdigt in der Laudatio? Machen wir es vielleicht so und können damit einen Mehrwert generieren? Also zunächst einmal habe ich mich sehr darüber gefreut und hatte persönlich auch nicht damit gerechnet, weil wir ein sehr kleines Haus sind und die Fondsmanagerinnen, die dort auch vorgestellt wurden, Riesenassets auch verwalten und verwahren. Ein Punkt in der Laudatio war, dass ich halt nicht nur einen Fonds manage, sondern halt auch, ich sagte das ja schon, einfach seit sehr vielen Jahren das Thema Frauen, Geld und Anlagen auf der Agenda habe und einfach auch lange im Rennen bin. Und was ich eine tolle Sache finde, ist, wir sitzen ja hier auch, Powerfrauen, und alle reden ja Frauen in der Fondsindustrie. Trotzdem sind gerade mal 10% der Fondsmanagerinnen halt weiblich. Da ist noch viel Luft nach oben. Und so ein Fonds Award zeigt einfach die Gesichter hinter den Fonds. Das heißt, die Frauen werden sichtbar. Und heute in unserer illustren Runde ist ja auch meine Nachfolgerin Edda Schröder, herzlichen Glückwunsch, die den Fonds Frauen Award 2020 gewonnen hat, völlig berechtigterweise. Und ich denke, im Anschluss an die Sendung wird vielleicht doch der eine oder die andere sagen, Mensch, da bei den Fünfen, da finden wir doch noch andere Women of the Year. Und das ist einfach die Idee dabei, Frauen sichtbar zu machen, zu zeigen, dass sie es können und
wenn ich in die Runde gucke, dass Sie auch noch total sympathisch sind. Vielen Dank. Eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen, Frau Obgang. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Auch Sie sehen wir später in der Panel-Diskussion. So, meine Damen, meine Herren, wir wollen es dann noch mal versuchen, zu Marion Griedel rüberzugehen, denn just in dem Moment, als wir zu ihr schalten wollten, ist in München oder respektive in der Straße, in der Frau Griedel residiert förmlich, das WLAN zusammengebrochen. Wir versuchen es erneut und freuen uns auf Sie, Frau Griedel. Sie sind in der großen, weiten Welt der Anleihen zu Hause. Nicht ganz so männerlastig wie der Bergbau, wie wir von Frau Berlenbach vorhin gehört haben. Oder vielleicht doch. Wie sehen Sie das? Das wäre jetzt wirklich interessant, dass man da mal einen Vergleich machen würde. Frauenquote im Bergbau, Frauenquote im Fondsmanagement. Und nach den Bildern, die die Frau Berlenbach gezeigt hat, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo die Quote denn höher ist. Also wie die Frau Uckmann schon gesagt hat, global ist ja die Quote von Frauen im Fondsmanagement so um die 10-11%. Deutschland hinkt sogar noch mal ein bisschen hinterher mit nur 6%. Also da gibt es schon noch ganz schön viel zu tun. Dafür gibt es eine ziemlich exakte Parallele zu Frau Berlenbach, denn auch Sie arbeiten täglich mit Ihrem Mann bei der Beratung eines Fonds zusammen. Klappt das gut oder gibt es da hin und wieder auch mal Funkenflug zwischen Ihren Schreibtischen? Also klar gibt es da immer wieder Funkenflug, aber ich halte es für sehr positiv. Es liegt sicher daran, dass wir natürlich sehr unterschiedlich in unserer Mentalität sind und auch unterschiedliche fachliche Backgrounds haben. Mein Mann kommt ja von der Aktienseite, hat lang Asset Allocation gemacht, Aktienselektion. Und ich war die letzten 20 Jahre der Rentenseite treu, habe dort ja alles gemacht von japanischen Staatsanleihen über Investment Grade, Unternehmensanleihen, High Yield, Emerging Market. Und da haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen und das muss dann auch immer wieder ausdiskutiert werden. Und dann ist wahrscheinlich auch noch so bei einem Ehepaar, sind die Diskussionen dann wahrscheinlich teilweise ja ehrlicher und intensiver, einfach weil man sich sehr gut kennt, aber auch weiß, dass man sich hundertprozentig vertrauen kann. Also das Beste aus beiden Welten bei Ihnen auch im Job zusammengekommen. Und wie sich das im Detail darstellt, das verraten Sie uns jetzt im kurzen Vortrag. Frau Griedel, bitteschön. Ja, vielen Dank, Andreas. Ja, wie bei einem guten Team kommt es ja auch in einem Portfolio auf eine gute Mischung an. Gerade jetzt in den Zeiten von den niedrigen Zinsen. Und was wir für eine Mischung anzubieten haben für Investoren, das möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten zeigen. Ganz zuerst muss ich Ihnen allerdings etwas Kleingedrucktes zeigen, dass Sie sich dann später auch wie den Rest der Präsentation ganz in Ruhe anschauen können. Ja, welche Mischung wir bieten, das ist eine Alternative für die gefallenen Zinsen. Weil warum werden denn jetzt die Zinsen so niedrig bleiben für lange Zeit? Das hat auch Auswirkungen auf die Portfoliomischung. Wir sehen hier ganz klar, der globale Schuldenberg wächst und wächst. Der war 1996, das ist hier in grün dargestellt, bei 63 Billionen US-Dollar und hat sich jetzt über 25 Jahre vervierfacht, also war Ende 2020 bei 280 Billionen US-Dollar, also eine Zahl mit 15 Stellen. Und das sind die ganzen Corona-Maßnahmen ja noch gar nicht enthalten. Also es werden ja immer mehr Konjunkturstützungsmaßnahmen durchgeführt und diese Schulden werden immer mehr steigen. Dank dieser Schulden können allerdings auch die Staaten immer mehr, also dank dieser niedrigen Zinsen, können die Staaten jetzt auch plötzlich ihre hohen Schulden finanzieren. So war das zum Beispiel nach dem Congressional Budget Office. Allein die USA eine Zinsersparnis bis 2030 von 3.000 bis 4.000 Milliarden US-Dollar. Das bedeuten aber eben diese niedrigen Zinsen, dass eine klassische Risikodiversifikation mit Aktien und Anleihen nicht mehr richtig funktioniert und man braucht einfach neue Lösungen. Und aufgrund dieser hohen Schulden werden eben die Zinsen niedrig sein und da sieht man ja schon, dass die erste Alternative, die viele immer noch nutzen, Liquidität, überhaupt nicht mehr funktionieren kann, weil selbst eine Nullverzinsung ist eigentlich illusorisch. Es kommt ja wirklich jede Woche
eine neue Nachricht, dass die nächste Bank ab, ja, so 50.000 Euro bereits Negativzinsen verlangt. Und selbst bei den Rentenfonds, die ja wirklich über Jahrzehnte sehr, sehr gute Renditen erwirtschaftet haben, allerdings ja immer nur mit dem Rückenwind der stetig fallenden Zinsen, da ist es inzwischen so, dass die Verzinsung kleiner ist als die Kosten und also demzufolge Verluste für die Investoren mehr oder weniger vorprogrammiert sind. Auch die Aktienfonds haben ja sehr hohe Renditen, aber die Frau Uppgang ist ja schon ein bisschen darauf eingegangen, viele Investoren wollen das gar nicht, weil sie eben Angst haben vor den hohen Drawdowns. Und diese Volatilität, die ja oft vergessen wird in den Zeiten, in denen es gut läuft, ist das eigentliche Problem bei den Aktienfonds, beziehungsweise vor allem, dass dann die Investoren, wenn es denn mal runtergeht, diese Drawdowns emotional so schlecht aushalten und dann eben doch im falschen Moment aussteigen. Dann gibt es natürlich noch die traditionellen Mischfonds, die sehr lange sehr, sehr gute Performance gebracht haben, aber in der Regel an ihrer Benchmark leben, also so 40-60% oder 50-50, je nachdem, und dadurch dann in den Schwächephasen oftmals überraschend hohe Drawdowns bringen. Und es ist natürlich die Frage, ob es mit den niedrigen Zinsen, wenn der Rückenwind von der Zinsseite fehlt, ob man da überhaupt noch diese gute historische Entwicklung wiederholen kann. Und da ist eine Lösung, diese sogenannten Mischfonds 2.0, die eben keine Benchmark haben, die eine sehr aktive Asset Allocation fahren, wo die eher absolut return-orientiert sind und Derivate nutzen, um Absicherungsstrategien zu fahren zur Reduzierung der Drawdowns. Ja, und genau so haben wir unseren Fonds aufgebaut. Das ist ein Fonds ohne Benchmark, der sehr flexibel und aktiv die Assets allokiert. Wir nutzen ganz aktiv Derivate, um zum einen Sondersituationen nutzen zu können, aber auch um das Portfolio insgesamt abzusichern. Das Ziel unseres Fonds ist eine Mindestrendite von Euribor plus 3% nach Kosten über 3 bis 5 Jahre, Reduzierung der Drawdowns, und wir sehen uns insbesondere als attraktive Alternative zu Rentenfonds und zu traditionellen Mischfonds. Und ich möchte Ihnen einfach mal so ein bisschen zeigen, ja, wie wir das machen, also auch so ein bisschen mit unseren verschiedenen Hintergründen von der Aktienseite und von der Rentenseite, wie wir hier allokieren. Also in grün ist die Aktienquote, die jetzt in den letzten Jahren seit Auflage zwischen 4% und 96% war. Und dazu zählen zum einen die Einzeltitel, die wir im Portfolio haben, aber auch die Derivate, also Optionen oder Futures, je nachdem. Und es war zum Beispiel im November 2020 nach der US-Wahl, da waren wir uns einfach einig, dass es eine starke Bewegung am Markt geben wird. Wir waren uns nur nicht sicher, was passieren wird, also wird es eher steigen oder fallen, haben dann damals Puts und Calls gekauft und dann war es ja so, dass die Märkte sehr stark gestiegen sind und wir haben dann im November eine Performance von 10% generieren können. Jetzt ganz am aktuellen Rand haben wir viele Einzelaktien wieder verkauft und einen Put gekauft, weil wir der Meinung sind, dass es jetzt eher zu einer Konsolidierung kommen sollte. Bei der Rentenseite, da sehen Sie, da ist alles ein bisschen stabiler. Wir Rentner haben ja auch so ein bisschen den Ruf, dass wir ein bisschen langweilig wären. Es pendelt sich hier bei so 45% ein. Größere Sprünge sind meistens durch Futures bedingt, einfach wenn wir ganz kurzfristig und auch kostengünstig von Zinsänderungen profitieren wollen. Ein Beispiel ist zum Beispiel hier im August 2019. Da waren die 10-jährigen Bundesanleihen bei einem wirklichen Tief von -0.8%. Und damals waren wir uns einfach beide sicher, dass die Zinsen jetzt eigentlich steigen müssen, dass es einfach eine Gegenbewegung geben muss. Und entsprechend haben wir damals Bund Futures verkauft für einen Monat und dann an dieser Zinssteigerung profitieren können. Ganz wichtig ist mir noch zu sagen, dass diese 45% jetzt nicht null oder sogar minus rentieren, sondern wir haben eine durchschnittliche Rendite von 4% auf diesen 45%, weil wir insbesondere in europäische Mittelstandsanleihen investieren, ein relativ illiquides Produkt, wobei für unseren Fonds diese Illiquidität kein Problem ist. Wir profitieren von den Aufschlägen, die es gibt bei den Anleihen. Da wir immer nur also 50.000, 100.000erweise kaufen, könnte man relativ leicht jederzeit verkaufen.
Und hier möchte ich Ihnen zeigen, was denn unser Ansatz, unsere aktive Asset Allocation jetzt gebracht hat die letzten Jahre. Also seit Auflegung des Fonds im Dezember 2017 haben wir eine Rendite von 16,6% erwirtschaften können. Das sind 4,5% per annum und damit sind wir eben deutlich über unserem selbst gesteckten Ziel von Euribor plus 3%, was dann 2,6% per annum gewesen wäre. Die Drawdowns haben wir auch sehr gut managen können. Den sehr großen Drawdown hier im März, den Sie sehen, der ist vor allem durch die Bewertung entstanden, weil viele unserer Anleihen, die ja ungefähr bei 100 normalerweise handeln, waren ganz kurzfristig aufgrund der Illiquidität am Markt bei 60, haben sich aber alle sehr gut erholen können. Und sie hatten keine Couponausfälle und keine Anleihenausfälle. Und damit Sie so die Performance auch so ein bisschen einordnen können im großen Ganzen, habe ich Ihnen noch eine Gegenüberstellung des Credit Global Macro mitgebracht. Das sind jetzt alles die Retail-Tranchen, dass man einfach sieht, wie sehen wir gegen große Mitbewerber aus. Wir haben es genannt Fondslieblinge, weil das einfach alles milliardenschwere Fonds sind, die große Zuflüsse erhalten, die riesengroße Teams vorhalten. Und ich möchte ein bisschen eine Lanze für uns brechen, dass eben auch ein Team, das sich wirklich auf seine Kernkompetenzen verlässt. Und also bei uns ist es die Aktienselektion, die Rentenselektion, die Asset Allocation, dass sich solche Teams absolut nicht hinter großen Teams verstecken müssen. Ja, wunderbar, Frau Griedel. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich für den Blick in den Fonds hinein. Ja, auch da die Frage, so ähnlich wie an Frau Berlenbach vorhin. Sie sagen, Ihr Mann ist eher der für die Aktienseite, Sie für die Rentenseite. Sind das immer fachliche Gründe, die da auseinandergesetzt werden und die Sie zusammentragen? Wer den stärkeren Anteil im Fonds hat, wer setzt sich da durch? Ist es wirklich der Markt? Ja, also im Fonds ist es tatsächlich so, da zählt natürlich die fachliche Kompetenz. Ganz klar, also das können wir sehr gut trennen. Sehr schön. Frau Griedel, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Eindrücke und freue mich auch auf Sie natürlich nachher. Ja, gerne. Ich mich auch. So, und damit gehen wir rüber nach Köln zu Petra Ahrens als Inhaberin und Vorständin der Majestas AG. Und ich habe es eingangs erwähnt, als erste Frau im Vorstand des Verbands der unabhängigen Vermögensverwalter. Frau Ahrens, also nach 24 Jahren, das ist eine lange Zeit, sind Sie die erste Frau im Vorstand. So oder so lauteten auch die Schlagzeilen im Mai. Ich habe das nochmal nachvollzogen. So schön diese Nachricht ist, ist es nicht auch ein wenig traurig, dass es überhaupt im Jahre 2021 eine solche Nachricht geben muss? Zeigt einfach nur, dass wir noch nicht ganz so weit sind. Aber sehen wir es mal positiv. Es wird noch viele Meldungen von Frauen geben, die als Frau irgendetwas als erstes tun. Und daher ist es doch ganz okay, wenn wir das jetzt hier auch auf dieser Ebene schaffen. Und ich zitiere da ganz gerne eine Größe aus dem Ohne-Sorg-Theater, die Heidi Kabel, die schon vor Jahren gesagt hat, dass die Emanzipation erst dann vollendet ist, wenn eine total unfähige Frau auch mal eine Führungsposition übernehmen wird. Also da hoffe ich natürlich nicht, dass ich die Erste sein werde, aber da sehen wir mal, was schon vor Jahren behauptet wurde und an welcher Stelle wir mittlerweile dann doch schon angekommen sind. Also positive Betrachtung dieser Situation. In der Tat, das Glas ist halb voll, Frau Ahrens, und Sie wollen uns in den nächsten 10 Minuten erklären, was Sie vielleicht anders machen wollen im VUV, was Sie an Ideen mitbringen. Es geht ja nicht immer nur ums Andersmachen, ums Bessermachen. Es geht ja wirklich um die partnerschaftliche Kooperation, wie sie heute auch schon mehrfach angedeutet worden ist. Und dann sage ich einfach, legen Sie los, erzählen Sie uns, was zu tun ist, wo Sie die Ärmel hochkrempeln wollen. Ja, danke schön. Würde ich gerne gleich noch darauf eingehen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld dieses Panels hier auch Gedanken gemacht, was kann ich dazu beitragen? Und ich switche mal ein bisschen um und Frau Dr. Upgang hatte eben gesagt, wir sind hier alles top ausgebildete Frauen. Und daher ergreife ich jetzt mal das Wort und die Gelegenheit, um zu sagen, ich bin es nicht. Und ich würde ganz gerne hier mal erzählen, warum ich es nicht bin, aber warum ich es dahin geschafft habe, wo ich heute bin. Und auch hier möchte ich erstmal etwas zitieren, ein Zitat von Davy Greenberg. Das geht auch gerade durch die sozialen Netzwerke.
ich habe es in Deutsch übersetzt. Wenn ich einen Job in 30 Minuten erledige, dann, weil ich 10 Jahre damit verbracht habe, zu lernen, wie man das in 30 Minuten macht. Die Anerkennung sollte ich demnach für die Jahre bekommen und nicht für die 30 Minuten. Das finde ich sehr prägnant. Und daher nutze ich jetzt die Gelegenheit, einfach mal zu erzählen, wie ist mein Werdegang und was mache ich heute. Wie bei vielen fängt es einfach an, dass ich in eine Familie hineingeboren worden bin, gut bürgerlich und gut behütet. Das ist bis heute übrigens so. Aber mir wurden Grenzen gesetzt und mir wurde auch Selbstvertrauen mitgegeben, was dazu führte, dass ich auf der einen Seite Anerkennung bekommen habe, auf der anderen Seite aber natürlich auch Verpflichtungen hatte, also auch immer wieder herausgefordert wurde. Schulische Laufbahn, ich habe kein Abitur gemacht. Also ich habe es versucht, ich war auf dem Gymnasium und als heutige Finanzfachfrau bin ich ausgerechnet Mathematik nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen. Und habe dann meinen Abschluss mittlere Reife gemacht, der war dann ziemlich gut. Meine Ausbildung habe ich dann hier in Köln bei der Deutschen Lufthansa AG gemacht als Bürokauffrau. Und bin dann im Anschluss an diese Ausbildung nach Frankfurt gegangen. Eine Kölnerin in Hessen. Eine wahre Herausforderung, kann ich Ihnen sagen. In Frankfurt war ich im Management tätig. Fracht- und Passagetarife habe ich dort ausgerechnet. Da kommt wieder so ein bisschen die Verbindung zu der Finanzaffinität. Und im Laufe dieses Managementberufes hat mir die Lufthansa damals ein Angebot gemacht, durch ein Assessment Center zu gehen, Jura zu studieren, um an internationalen Gerichtshöfen Flugrechte für die deutsche Lufthansa auszuhandeln. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich im zarten Alter von um die 20 mir das überhaupt nicht zugetraut habe. Das wäre heute anders, aber es ist gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil wer weiß, wo ich heute sitzen würde, in Lima oder Guatemala oder sonst wo. Ich war 3 Jahre lang in Frankfurt und als Kölnerin hat es mich natürlich ins Rheinland zurückgezogen. Ich wurde damals abgeworben von der Maritimen Hotelgruppe, bin dann in eine völlig andere Branche hineingeschlittert und habe dort wieder angefangen, mich komplett neu einzuarbeiten. Ich bin dort International Sales Direktorin für die Maritimen Hotels geworden und war in den Märkten Österreich und in der Schweiz tätig. Das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, die ich damals gemacht habe, weil ich war sehr viel unterwegs und ich habe sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Also viel gesprochen, viel unterschiedliche Gestiken und Mimiken kennengelernt. Eine ganz spannende Zeit. Und dann bin ich wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich angesprochen worden und bin in die Bankwelt gekommen. Das war übrigens 1995. Bin ich angesprochen worden und bin zur Bankgesellschaft Berlin gewechselt, die damals eine Repräsentanz in Bonn aufgemacht haben. Und erneut bin ich komplett ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich hatte mit Finanzen überhaupt nichts zu tun, überhaupt keine Ahnung. Ich bin dort Assistentin geworden und ich glaube, dass mein damaliger Chef auch heute dieser Panel-Diskussion zuhört. Deswegen hallo. Und das Tolle, was dort passiert ist, ist, ich habe 2 männliche Mentoren gehabt, die mich mit durch die gesamte Finanzwelt geführt haben. Ich habe unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Und bevor ich bei dieser Bankgesellschaft Berlin die vermögende Privatkunden in Bonn betreut habe, eine einzige Aktie gehandelt habe, habe ich mit den Arabern Optionsscheine gehandelt. Oh, völlig spannend, ein ganz anderes Thema, plötzlich Millionen zu bewegen. Ich habe es gemacht. Warum? Weil da 2 Herren waren, die es mir zugetraut haben. Also warum sollte ich das selbst nicht tun? Das Ganze ging ein paar Jahre hin und her und dann ist im Jahre 1998 die erste Vermögensverwaltung daraus entstanden. Also ein Management-Buyout wurde gegründet in Köln und die erste Vermögensverwaltung ist entstanden damals, wo ich zwar Gründungsmitglied war, aber ich keine Führungsaktivitäten hatte. Auch hier habe ich wieder sämtliche Basispunkte durchlebt. Sekretariat, Assistenz. Und dann irgendwann in den ersten Jahren kam die glückliche Fügung, einer unserer Vermögensverwalter hatte einen Kundentermin, Neukundengespräch und der Vermögensverwalter war verhindert. Und ich habe gesagt, ich übernehme das. Ich gehe in dieses Gespräch rein und ich weiß noch heute, ich stand vor dem Fenster, um draußen zu gucken, wer kommt da an. Und ich war richtig geschockt, als da in einem Porsche 2 Männer ausstiegen und das ausgerechnet meine Counterparts für mein erstes Gespräch waren.
Butter bei der Fische, ich habe es einfach probiert. Das war übrigens kein glücklicher Abschluss. Ich habe diese Männer nicht als Kunden gewinnen können, aber es war der erste Step in diese Welt. Sprich einfach, Kind, trau dir etwas zu. Das habe ich über die vergangenen 18 Jahre habe ich das gemacht in dieser Vermögensverwaltung. Ich bin 7 Jahre davon dann im Aufsichtsrat gewesen und ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt, weil um mich herum waren nur männliche Kollegen. Und ich muss per heute sagen, dass ich hier viel, viel mehr aus Fehlern, aus Kommunikationsfehlern, aus dem Umgang mit Kunden, vor allen Dingen auch zu weiblichen Kunden gelernt habe. Und auch das war eine sehr wichtige Zeit. Vor 5 Jahren hatte ich dann die Gelegenheit, die ehemalige Vermögensverwaltung durch ein Management-Buyout aufzukaufen mit meinem heutigen Kollegen, dem Marc-André Barth. Und wir haben im Grunde genommen mit einem sehr lukrativen Bestandskundenstamm auf der grünen Wiese neu anfangen können. Und ich habe vor 5 Jahren die Majestas AG gegründet. Majestas ist übrigens der Begriff für Würde, um es ein bisschen anders zu konzipieren. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Vermögensverwaltung für, ich sage immer, für da draußen liebevoll den Otto-Normalverbraucher anwenden. Es gibt so viele da draußen, die sich um die Superreichen und Vermögenden kümmern. Ja, ich ekle mich auch nicht davor, wenn ein 1-Millionen-Kunde bei uns vor der Tür steht. Den nehmen wir natürlich auch gerne an. Aber jetzt wirklich mal ehrlich, es gab es noch nie, dass für die Bürger da draußen Vermögen eine Belastung war. Und das ist es gerade. Und sie werden bei Banken einfach nicht mehr abgeholt. Wir haben eben gehört, es gibt Strafzinsen, es gibt nicht immer eine gute Betreuung und die Banken vertickern halt wirklich ihre eigenen Produkte. Also war von Anfang an der Gründung mein Bestreben, ich möchte eine aktive Vermögensverwaltung anbieten, auch für kleinere Vermögen. Das haben wir auf eine sehr digitale Weise hin geschafft, damit wir entsprechend Wachstum generieren können und unseren Kunden entsprechend anbieten können, ihr habt eine persönliche Betreuung und mit einem aktiven Vermögensmanagement und das sogar knapp 15.000 Euro. Ich denke, das ist weiterhin eine Marktlücke im Markt, weil da gibt es sehr, sehr viele Vermögen und sehr, sehr viele deutsche Sparer, die jetzt einfach mal an die Hand genommen werden müssen und müssen durch diese Aktienfinanzwelt geführt werden. Per heute bin ich nicht nur Vorständin meines eigenen Unternehmens mit 10 Mitarbeitern der Majestas Vermögensmanagement AG. Ich bin seit einigen Jahren im Beirat der Deutschen Mittelstand AG in Düsseldorf. Ich bin im Aufsichtsrat der The Fundmaker AG in Hamburg. Und Herr Franig, wie Sie eben selbst gesagt haben, nach 24 Jahren die erste Vorständin im Verband unabhängiger Vermögensverwalter. Die Erkenntnis aus dieser ganzen Historie, warum ich da heute bin, ist im Grunde genommen, ich habe stets meine eigenen Komfortzonen verlassen. Also ich habe nie das gemacht, was ich schon kannte und was ich gewohnt war, sondern ich habe immer wieder gesagt, ich probiere etwas Neues aus. Und das Neue, was ich ausprobiert habe, das konnte ich zum Teil gar nicht. Also deswegen, liebe Frauen da draußen, auch wenn ihr etwas nur zu 40, 50 oder 60% beherrscht, macht es einfach. Die Männer machen es auch, aber mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und daher muss ich einfach sagen, bei mir im Unternehmen heute auch zählt Gleichberechtigung. Und ich bröckele diese Gleichberechtigung ganz nach unten runter. Das hat nicht für mich nur was mit den Geschlechtern zu tun. Bei uns im Unternehmen entscheidet die beste Idee. Da ist es völlig egal, ob sie von einem Mann oder einer Frau kommt. Es ist völlig egal, ob sie im Backoffice gefällt wird oder im Vorstand. Die beste Idee entscheidet, weil es ist der beste Weg für ein Unternehmen. Das ist das, was ich damals von meinen männlichen Mentoren gelernt habe. Die Devise ist einfach, ich schätze Menschen, auch das habe ich gelernt, ich schätze Werte, ich schätze Qualität und ich schätze Kompetenz. Und lassen Sie mich gestatten, am Ende meines Vortrages zu sagen, dieser Vortrag steht unter dem Begriff Powerfrauen. Ich sehe mich nicht als Powerfrau. Ich sehe mich genauso wenig als Powerfrau, wie irgendeiner meiner geschätzten männlichen Kollegen für mich ein Powermann ist. Am Ende des Tages bin ich zufrieden, wenn ich als Frau wahrgenommen werde, die bisher ihren Lebensweg gemacht hat. Darauf bin ich stolz und die auch so ihren Lebensweg weitermachen wird. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal, dass Sie mir alle zugehört haben und gebe wieder zurück nach Hamburg, Herr Franig. Dankeschön. Sehr beeindruckend. Ganz herzlichen Dank, Frau Ahrens, für die Schilderung Ihres Lebensweges. Und ich freue mich sehr auf die Panel-Diskussion. Können wir vielleicht das eine oder andere noch ausführlicher besprechen. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.
Zum Abschluss unseres Talk-Reigens kommen wir zu einer Frau, die ich getrost als eine Pionierin bei unserem Thema Powerfrauen bezeichnen darf. Und es ist schon angedeutet worden, Woman of the Year 2020 als Nachfolgerin von Frau Dr. Upgang. Vor 15 Jahren nahm Edda Schröder all ihren Mut zusammen und gründete aus dem Nichts die Invest in Visions GmbH, zunächst quasi als One-Woman-Startup. Und wir wissen, was daraus geworden ist in den letzten 15 Jahren. Denn heute gehört die Powerfrau zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fondsbranche, unter anderem, da sie Mikrofinanzinvestorin der ersten Stunde war und mittlerweile sehr, sehr viel Geld mit diesen Ideen zusammengekommen ist. 880 Millionen Euro Assets under Management und gerade kam ein neues Fondsbaby dazu. Edda Schröder ist uns zugeschaltet aus Frankfurt als Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH. Herzlichen Dank fürs Warten. Schönen guten Tag, Frau Schröder. Vielen Dank, ich habe gerne gewartet, denn ich habe sehr viel gelernt in der letzten Stunde und habe meine Hochachtung vor allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen hier heute. Vielen Dank, klasse, super. Dann legen wir los mit unserem Gespräch, Frau Schröder. Sie sind viel auf der Welt unterwegs, vor Corona natürlich sehr viel, durch Corona etwas gebremst. Dennoch haben Sie unglaublich viele hochrangige Staatsmänner, Stammesfürsten und auch die ganz normalen Menschen auf der Straße getroffen. Zunächst mal Frage an Sie als Frau. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, wie Frau von der Leyen neulich in der Türkei, dass man keinen Stuhl für Sie hatte? So extrem war es bisher nicht, aber natürlich bin ich in vielen unterschiedlichen Kulturen unterwegs und da begegnet man schon einigen Unterschieden. Also das Erlebnis war zum Beispiel in Zentralasien, ist es oft so, dass sie dann, aber es hat glaube ich mit Mann oder Frau gar nicht so viel zu tun, aber grundsätzlich sitzen sie, als wenn sie jetzt vor einem CEO sitzen, sie sitzen niedriger. Sitzen erstmal eine Stufe tiefer. Also das ist grundsätzlich so. Und als Frau sowieso. Und gerade wenn ich mit meinen männlichen Kollegen unterwegs bin, dann kann ich dann Frau Berlenbach auch so ein bisschen beitreten, zu sagen, ja, sie werden immer dann so als Sekretärin erstmal angesehen. Ne? Das ist schon spannend, wie das funktioniert. Was war denn Ihr skurrilstes Erlebnis in fremden Kulturen? Also das hat ja doch schon mit Mann und Frau zu tun. Also wir haben auch ein soziales Projekt gemacht in Kamerun. Und da habe ich dann auch eine Woche in so einem Dorf gelebt, ohne fließend Wasser und ohne, naja, es war nicht so angenehm, muss man sagen, also was die hygienischen Maßnahmen angeht. Aber in Kamerun ist es so, da gibt es noch, ich glaube, 300 Dörfer. Dieses Dorf hatte 20.000 Einwohner und da gibt es einen König. Normalerweise ist es eine präsidiale politische Form, aber jedes Dorf hat noch seinen König. Und es gibt, glaube ich, 300 an der Zahl in diesem Land. Und es gibt die Polygamie. Das heißt, der König hatte, ich glaube, 53 Frauen. Er musste 23 hatte er von seinem Vater noch übernommen und den Rest waren seine eigenen. Und dementsprechend war auch dieses Schloss oder diese Burg in diesem Ort gebaut. Es gab also viele Hütten drumherum. Es gab den Palast und drumherum gab es dann diese ganzen Hütten und in jeder Hütte wohnte halt eine Frau mit den Kindern. Und das Interessante war, das Skurrilste ist eigentlich, dass dieser König lebt drei Viertel des Jahres in dem Dorf, aber ein Viertel lebt er in Paris, hat dort eine Consulting-Firma, hat eine Frau und drei Kinder. Und dieser Spagat zwischen Tradition, und er ist traditionell, ist er der König dort, er wird, das, was er sagt, wird gemacht. Also wir wollten da dieses Mikrofinanzprojekt starten, ohne ihn wäre das nie gegangen. Aber dieser Spagat, er saß dann vor mir in seiner Tracht, in so einem Elfenbeinstuhl und hatte dann, seine Frauen waren teilweise drumherum, aber er hatte dann eben eine Flasche Bordeaux in der einen Hand und sein iPad in der anderen. Und die Lanze quasi noch hinter ihm. Und das ist irre. Und das ist das auch, was die Menschen dann ausmacht und erleben. Ne? Dass diese irre Konfrontation mit Moderne und Tradition, das ist schon spannend. Das hört sich wirklich spannend an. Und wenn ich darf, Frau Schröder, ich bewerbe mich gerne als Assistenz und begleite Sie bei einer der nächsten Reisen. Denn ich glaube, da kann man noch eine Menge lernen. Ich glaube, das war nicht die Motivation, die Sie vor 15 Jahren hatten, solche Erlebnisse auf Ihren Reisen dann mitzubringen. Sie haben Ihren Top-Job vor 15 Jahren bei Schröders gekündigt, waren dort Geschäftsführerin, haben ihn quasi an den Nagel gehängt, um eben, ich habe es eingangs gesagt, diese One-Woman-Firma in Sachen Microfinance zu gründen. Was war dann damals die tatsächliche Motivation? Also ohne jetzt ganz respektierlich den anderen gegenüber zu sein, aber ich hatte auch keine Lust, den 359. europäischen Aktienfonds wieder aufzulegen, damit er 0,2% besser ist als die davorigen. Und ich habe dann, muss ich auch sagen, durch die KfW bin ich auf dieses Thema Mikrofinanz gekommen. Die KfW hat 2015 den ersten Mikrofinanzfonds aufgelegt für Osteuropa damals. Nachdem ich die Grenzen geöffnet hatte, wurden Kreditlinien in die Länder gegeben.
und Finanzinstitute aufgebaut. Und ich kannte jemanden, der hat gefragt, Mensch, du kennst dich doch so mit Fonds auf, wie macht man denn sowas, wie legt man denn so einen Fonds auf? Und da habe ich so ein bisschen privat beraten und dann habe ich das Thema Mikrofinanz kennengelernt und habe gesagt, das ist ja cool. Und ich war schon immer viel privater, auch mit dem Rucksack unterwegs, immer noch, auch in den Emerging Markets und habe gesagt, das ist ja die super Idee oder super Gelegenheit, die Brücke zu schlagen zwischen Arm und Reich. Das heißt auch dort, wo das Geld wirklich benutzt wird, gebraucht wird in den Ländern und hier das Geld, wo wir es haben, auch dorthin zu führen. Und dann bin ich nach Peru geflogen, habe es mir angeguckt, habe gesagt, Mensch, wie funktioniert das überhaupt? Habe viele Frauen getroffen, weil Mikrofinanz ist ja auch typisch für Frauen, dass Frauen die finanzielle Unabhängigkeit geboten werden soll in den Ländern. Und sie bekommen dann einen ganz anderen Status. Also ich habe es so oft schon erlebt, auch in Afrika, böse sagt man ja immer, in Nigeria zum Beispiel, die Scheidungsraten sind extrem gestiegen, seit es Mikrofinanz gibt. Aber es hat natürlich einen ganz anderen Status. Die Frau bekommt einen ganz anderen Status auch in der Familie. Und habe es mir dann in Peru angeschaut und habe gesagt, ja, das ist es, das will ich machen. Wie waren denn damals die Reaktionen in Ihrem persönlichen Umfeld, als Sie den vermeintlich sicheren Job als Geschäftsführerin hingeschmissen haben, um dann was ganz Neues zu starten? Ja, das war so, da kann ich die Frau Ahrens so ein bisschen nachvollziehen. Also die Leute haben auch gesagt, jetzt spinnt sie. Jetzt hat sie, jetzt will sie grün werden, jetzt kommt sie nur im Poncho und Birkenstocks ungefähr. Natürlich überwiegend von den männlichen, gut, damals war die Welt auch noch sehr männlich ausgerichtet, eben von den männlichen Kollegen. Und das hat auch so ein bisschen abgetan, ja, mach mal erst und gucken wir mal. Und ich glaube, so richtig wahrgenommen haben sie es jetzt erst vor ein paar Jahren, als dann der Fonds ein gewisses Volumen hatte. Es geht immer um Volumen in der Finanzindustrie. Das ist eigentlich schade. Es geht erstmal nicht nur um die Idee, es geht immer nur, man wird sichtbar, wenn man Volumen hat. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Wenn ich Sie frage, Frau Schröder, ob Sie es wieder tun würden, also die Gründung der Firma, weiß ich, was Sie sagen. Na klar werden Sie sagen. Von daher stelle ich die Frage anders. Warum würden Sie es auch heute noch einmal so machen? Weil es immer noch über 1,7 Milliarden Menschen gibt, die keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben und weil es jetzt aufgrund der Covid-Pandemie noch schlimmer geworden ist. Ich meine, wir haben alleine dadurch zusätzlich 255 Millionen Arbeitsplätze verloren in der Welt. Und ich glaube, die Schere ist noch größer geworden und da ist immer noch ein irrer Bedarf, dort was zu tun. Ich würde es immer wieder tun. Es waren harte Zeiten, klar, die ersten Jahre, es gab kein Gehalt, es gab nichts. Von irgendwo musste man im Ersparten leben, aber es hat sich gelohnt. Alleine für die Sache. Ja, das spürt man noch förmlich. Das bringen Sie auch sehr, sehr gut rüber in diesem Gespräch. Aber apropos nochmal tun, Sie haben gerade einen zweiten nachhaltigen Fonds gelauncht. Erzählen Sie uns mehr. Was ist anders als beim ersten, als beim Mikrofinanzfonds? Ja, eigentlich ist es eine logische Folge des Mikrofinanzfonds, weil wir haben gesagt, wir haben auch viel erlebt, dass jetzt natürlich auch durch Inflationsraten, aber auch durch steigendes volkswirtschaftliches Eigentum in den Ländern, dass die Darlehen größer werden. Das heißt, wenn ein Mikro- oder eine Mikrounternehmerin wächst mit ihrem Unternehmen, das 20, 30, 50 Mitarbeiter hat und größeren Bedarf an Darlehen hat, fällt sie aus dem Mikrofinanztopf raus. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass es laut Gesetz so, dass wir der Darlehen nicht größer als 10.000 Euro sein darf. Aber diejenigen, die 50.000 brauchen, die 100.000 brauchen, die fallen aus dem Mikrofinanztopf raus, kommen aber in den großen Corporate Finance Topf noch nicht rein. Dafür sind sie zu klein. Die Arbeit macht sich keine Bank, da so ein kleines Unternehmen zu analysieren. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssen aber gerade diesen Mittelstand, diese SMIs oder KMUs, deutsch gesagt, wollen wir finanzieren. Denn das sind auch die, es gibt eine Finanzlücke für diesen Bedarf in den Emerging Markets. Also wir konzentrieren uns immer auf die Emerging Markets von 4,1 Billionen US-Dollar, die fehlen, um solche Unternehmen zu finanzieren. Das sind, glaube ich, 9 Millionen SMIs oder KMUs, Unternehmen, die keine Finanzierungsmöglichkeit haben. Und daran sehen wir einen großen Bedarf. Und dazu kommt noch, und das sind jetzt auch wieder bei den SDGs, die vorher schon genannt wurden, gerade dieses SDG Arbeitsplätze schaffen, Wirtschaftsleistung schaffen und solche Dinge. Es fehlen bis zum Jahre 2030 laut der Weltbank 600 Millionen Arbeitsplätze, um überhaupt den Stand von heute zu halten. Das heißt, wir müssen jeden Monat 3,3 Millionen Arbeitsplätze schaffen, um den Status von heute zu halten. Und da gibt es noch verdammt viel zu tun. Und damit die Menschen noch eine Arbeit in ihren Ländern bekommen, wollen wir dazu ein bisschen beitragen. Nun sind die Unternehmen ja rund um die Welt verteilt. Es geht vor allen Dingen um Unternehmen in den Emerging Markets. Wie Sie sagen, wie finden Sie diese Firmen? Also die sind ja nicht gleich oben an der Oberfläche, sondern da muss man ja tief ins Detail gehen. Oder andersherum, werden Sie von den Firmen gefunden?
Wir machen es auch ähnlich wie bei Mikrofinanz. Das heißt, wir richten uns überwiegend an die Banken oder an die Finanzinstitute, die solche Unternehmen finanzieren, weil das könnten wir sonst nicht leisten. Also wir können nicht die kleinen, das war im Mikrofinanzbereich nicht nötig, nicht möglich, weil sie noch kleiner sind. Aber das ist gerade auch im SMI- oder KMU-Bereich nicht möglich. Also wir verlassen uns da so ein bisschen auf die Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben unterschiedliche, also sind keine großen Banken, sind keine internationale Banken, sondern sind wirklich die lokalen Banken, die das Thema unterstützen. Und die machen ja auch die Due Diligence vor Ort. Und dann ist uns natürlich auch wichtig, wir haben natürlich Ausschlusskriterien von Merlinwaff, wir nehmen, müssen dann natürlich ausschließen, wo sie investieren, das heißt in, keine Ahnung, in Drogen oder Prostitution oder sonstiges, diese typischen Dinge, aber auch, dass sie was Positives wirken wollen, auch diese Transformation der Unternehmen mitführen. Das heißt, dass sie rein in diese Nachhaltigkeit rein. Das ist natürlich in den Emerging Markets noch ein ganz anderer Anspruch als bei uns. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, ob Sie helfen oder lieber die Finger von lassen? Sind es dann die berühmten SDGs oder spielt selbst auf die Ferne ein Stück weit Ihre Erfahrung, das Bauchgefühl auch eine Rolle? Vor allen Dingen spielt das Thema Governance eine Rolle. Das ist das, also wenn wir was erlebt haben, wo es schief lief bei Mikrofinanzinstituten oder bei sonstigen, war es oft das Thema Governance. Das heißt, wie ist das Unternehmen ausgerichtet? Wie sind die Eigentümer? Wie ist das Management ausgerichtet? Wenn es da irgendwo hapert, dann läuft es meistens schief. Es ist gar nicht so, die sollten alle SDGs ausgerichtet sein. Klar, wir machen jetzt auch viel gerade für Frauenunternehmerinnen. Wir haben mit der Weltbank zusammen ein syndiziertes Darlehen gemacht in El Salvador, wo speziell Frauenunternehmen gefördert werden sollen. Aber ganz wichtig ist das Thema Governance. Mhm. Welche Investorengruppe wollen Sie mit diesen Ideen und Anregungen ansprechen? Ist es auch da eine gewisse Schnittmenge zu dem bisherigen Mikrofinanzfonds? Wie definieren Sie da Ihren Anspruch? Hätte ich gerne gemacht, aber der Fonds, den wir jetzt aufgelegt haben, können leider Privatpersonen nicht kaufen, weil aufgrund der Regulatorik man als Fonds nicht so viel Darlehen im Portfolio haben darf, also maximal 30%, das passt bei uns nicht. Von daher richtet sich dieser Fonds erstmal an institutionelle Kunden und an semi-professionelle Kunden. Zurück zu den Powerfrauen. Unser Thema heute, wo ich von Frau Ahrens gelernt habe, so sehr gerne hört sie diesen Begriff gar nicht, aber ich muss ihn natürlich aufgreifen, weil er unser Thema heute ist. Wenn ich mich so umschaue, Frau Schröder, hat sich ja schon einiges getan. Wir sehen wirklich viele Top-Managerinnen, nicht nur hier, Sie fünf alle in diesem Talk heute, die einen ganz großartigen Job machen. Immer mehr Staaten werden auch von Frauen geführt. In Amerika eben sehen wir eine Vizepräsidentin mit Kamala Harris. Was ist da in den vergangenen 10, 20 Jahren passiert? Was war der Auslöser? Ich weiß nicht, ob es einen Auslöser gab, wirklich, aber es ist eine Entwicklung. Ich glaube, Frau Ahrens hat das vorhin schon auch ganz gut gesagt. Es entwickelt sich einfach weiter. Natürlich muss es immer auch, das ist halt leider auch so, immer, auch wenn ich diese Quotenfrauen nicht mag, aber ohne manche Regularien geht es einfach nicht weiter. Und da, ja, das hilft unbedingt, aber ich glaube, wir Frauen müssen da auch unseren Teil zu beitragen und das ist auch mehr. Ja, Frau Ahrens hat es eben auch schon gesagt und Frau Uppgang, also Eigeninitiative, Selbstbewusstsein vor allen Dingen, glaube ich, ist das ganze Thema. Sie hatten es vorhin so schön gesagt, 40-50% sagt lieber nein. Und wir merken, also ich merke es auch bei Bewerbungsgesprächen, ne? wenn sie jemanden einstellen, die Jungs können alles. Also von der Liste, die angefordert wird, 100%. Und die Frauen, die kommen, 1, 2 kann ich, 3, 4 weiß ich nicht und so, aber Mensch, einfach rein und machen. Und Ausdauer. Ausdauer ist auch, ich glaube, das haben wir alle, wie wir hier sitzen, erleben müssen. Ausdauer ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Invest in Visions heißt Ihre Firma, Frau Schröder. Vor 15 Jahren war ein wegweisender Name. Abschließend, was ist hier und heute Ihre Vision? Das weiterzumachen, hoffentlich die Schere der Ungleichheit in der Welt ein bisschen zu schließen. Ganz herzlichen Dank, Edda Schröder, für das Gespräch. Danke. So, das waren unsere sicherlich etwas mehr als 5x12 Minuten, aber wir haben gesagt, wir wollen nicht mit der Stoppuhr daneben sitzen und das ist auch ganz gut so. Meine Damen, meine Herren, Sie durften Fragen stellen. Einige von Ihnen haben das auch getan. Manch einer hat sich noch nicht getraut. Also Sie dürfen auch jetzt noch Ihre Fragen stellen natürlich. Hier beißt niemand, weder der Moderator noch die Damen. Wir sind alle ganz friedfertig, wie Sie sehen, und sitzen hier alle ganz nett und sympathisch beisammen. Stellen Sie uns also Ihre Fragen und können reingehen in diese Runde, in diese Panel-Diskussion.
Eine Frage, die ich an Sie habe, Frau Ahrens, gerade auch mit Blick auf den VV, auch auf das Thema Geldbildung, Finanzbildung. Wir haben ja da ein ganz grundsätzliches Problem in Deutschland. Also das ist gar kein Frauen-Männer-Thema, sondern es gibt je nach Lesart viel zu wenig Menschen, die in Aktien investieren, die den Mut haben, obwohl man ja keinen Mut haben muss, wenn man die langjährigen und langfristigen Renditen sieht. Was muss passieren, dass mehr Aktienaffinität hier in diesem Land in den Mittelpunkt gerückt wird? Was können Sie im VUV dafür tun? Und natürlich, wenn Sie mögen, dürfen Sie da auch die Frauenkomponente mit reinbringen in die Antwort. Herr Franek, ich glaube, es ist schon sehr viel passiert in Richtung Verständnis hinsichtlich der Aktienkultur. Das hat aber natürlich ein bisschen damit zu tun, dass wir seit Jahren auf der Zinsseite brach liegen. Das heißt, jeder weiß, dass gerade der deutsche Sparer, dass es auf dem Konto oder auf dem Sparbuch keine Zinsen mehr gibt. Also muss man sich Alternativen suchen. Jetzt kommt noch das Thema Strafzins hinzu. Weiterhin haben wir das Gespenst der Inflation, was die Leute verstehen, nachvollziehen können. Und das Jahr 2020 hat natürlich gezeigt, ja, Aktien können schon mal einbrechen, ist aber auch dann die erste Asset-Klasse, die sich daraus wieder erholt. Und wenn wir uns das Ganze mal rückwirkend anschauen, haben wir ja schon Nettorenditen oberhalb von 7% in den letzten Jahren im Aktiensegment gehabt. Also zum einen arbeitet der Markt selbst daran, zu sagen, wenn ich eine reelle Chance auf Rendite haben möchte, führt kein Weg am Aktieninvestment vorbei. Auf Verbandsebene natürlich gibt es hier viele Dinge, die wir tun können. Wir haben ja hier die gesamten Vermögensverwalter unter uns und versuchen auf dieser Seite halt einfach mehr dann den Endverbraucher anzusprechen, hier etwas medialer zu werden. Ich kann dazu noch nicht ganz so viel sagen, weil wir erst nächste Woche die sogenannten Strategietage haben, wo dann der Vorstand neu so ein bisschen in seinen Verantwortlichkeiten aufgeteilt wird. Kann mir aber natürlich gut vorstellen, dass bei mir das Thema Frauen und Finanzen hängen bleibt. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Und hier muss einfach ein bisschen mehr Pioniersarbeit geleistet werden. Aber wenn ich mir hier die Damen in der Runde schon mal angucke, sind wir damit schon ganz gut vertreten. Was ich mir halt noch wünsche, ist, dass die Frauen mehr netzwerken, weil da sind die Männer uns wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was eine schöne Entwicklung ist, wir zicken nicht mehr so sehr rum oder zum Teil auch überhaupt nicht. Das habe ich schon mal bei dem einen oder anderen Herrn gemerkt. Das heißt, wir tun uns wirklich mehr zusammen. Wir machen etwas gemeinsam, wir akzeptieren die andere, wir kommunizieren natürlich anders. Und das ist ein Weg, wo ich mich die kommenden Jahre darauf freue und wofür ich natürlich auch brenne, wie wahrscheinlich jede hier von uns. Ich bleibe dabei. Es ist eine große Freude, Sie hier zu haben, Ihnen zuzuhören. Frau Ahrens, reden Sie ganz gerne auch noch weiter. Nein, aber wir müssen natürlich die nächsten Fragen noch auch klären. Denn was immer Sie sagen, das klingt alles sehr schwungvoll. Da bin ich sehr gespannt, was beim VUV passiert. Aber ich glaube, Sie haben tolle Sparringspartner mit Herrn Grünewald beispielsweise oder auch Herrn Burkhardt. Da gibt es ja einige, ja, die seit vielen Jahren dabei sind, die wir auch regelmäßig im Interview haben. Frage an Frau Griedel, Anleihen. Ja, Zinsen gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr, Frau Griedel. In den vergangenen Jahren konnten Sie zumindest auch im Fonds natürlich von Kurssteigerungen profitieren, weniger von den Zinsen. Das war natürlich ein schönes Beiwerk, um ja, Geld und Rendite zu generieren. Scheint nicht mehr der Fall zu sein, also nicht in Ihrem Fonds speziell, sondern ganz grundsätzlich, dass wir über Kursgewinne noch einen Mehrwert generieren können. Vielleicht noch mal ganz konkret, wo finden Sie noch das Stück weit mehr Rendite, um sich vom Wettbewerb auch abheben zu können? Ja, da muss man tatsächlich inzwischen sehr genau hinschauen, aber es gibt natürlich schon noch Alternativen. Aber das Problem ist ja, für einen Privatinvestor, der irgendwie 10.000, 15.000 Euro anlegen will, hilft es ja gar nichts, weil die meisten Anleihen ja eine Mindeststückelung von 100.000 haben. Also für einen professionellen Investor in einem Fonds gibt es durchaus noch viele Nischen. Also das, was ich vorhin erzählt hatte, die europäischen Mittelstandsanleihen, dann gibt es Bonds, die rentieren 7, 8, 9%. Und wenn man sich wirklich genau anguckt, das Geschäftsmodell kennt, wir sprechen dann auch regelmäßig mit dem Management, dann geht man da jetzt auch kein übertriebenes Risiko ein. Und dann gibt es ja auch noch den ganzen Bereich Emerging Market und High Yield, Convertibles, wo es immer mal wieder gute Opportunitäten gibt, aber das ist eben für einen Privatinvestor eigentlich nicht machbar, hier zu investieren.
Frau Bernbach, nächste Frage an Sie. Da geht es um den Rohstoffpreiszyklus. Wohl wissend, dass ja Ihr Mann sich vorwiegend auch um viele, viele Unternehmen kümmert, sich die anschaut, aber Sie das natürlich auch gemeinsam besprechen und auch wohl wissend, dass Sie eher die Themen ESG beackern. Wir wollen auch nicht über den Fonds reden, sondern insgesamt über die Situation im Rohstoffpreiszyklus. Wir sind da sehr weit vorangeschritten. So eine Frage, lohnt es sich da noch einzusteigen? Grundsätzliche Frage. Also ganz ehrlich, wir haben in der Gruppe einen holistischen Ansatz. Das heißt, ich fokussiere mich dann eher auf die ESG-Seite und die Analysten fokussieren sich dann auf die Metalle. Und es ist dann eher so, dass die Analysten eben die Metalle anschauen. Das heißt, weil ich ein MBA gemacht habe, macht mich jetzt noch lange keine Geologin oder keine Experte, was die Rohstoffpreise betrifft. Und das bleibt dann eigentlich auch bei den Analysten. Ich schaue dann eigentlich nur die ESG-Seite an. Dann bleiben wir auch dabei und bleiben bei der ESG-Seite. Die Frage, die dann zusätzlich kam an Sie alle, aber ich bleibe jetzt gleich bei Ihnen, Frau Bernbach, welchen Einfluss nimmt dann jetzt rechnerisch das disziplinierte Beachten der ESG-Kriterien auf die Performance? Es gab ja lange Zeit das Vorurteil, dass ESG-Nachhaltigkeit eher belastet. Ich glaube, neuere Studien sagen, das muss nicht der Fall sein. Ja, das ist ganz und gar nicht mehr der Fall. Es gibt eine sehr gute Frau, die Tansy Whelan, die arbeitet bei der New York Stern Business School und sie sagt, sie hat dann zwei Studien gemacht, einmal von 2010 bis 2015 und dann nochmal von 2015 bis 2020 und sie hat ganz klar dargelegt anhand von verschiedensten Studien, dass es eigentlich eher zu einer besseren Performance dazu beiträgt, wenn man ESG-Sachen beurteilt. Das heißt, dass es dann eher das Risiko etwas wegnimmt. Also wenn man zum Beispiel die Minenindustrie anschaut und sich fokussiert dann nur auf CO2-Emissionen, das kann sein, dass es zu viele Ressourcen in dieses Segment dann eingeführt werden, ohne vielleicht die anderen Sachen zu betrachten. Zum Beispiel jemand in einer Community, die ganz in der Nähe von den Minen lebt. Wenn die dann negativ betrachtet werden oder wenn die negative Auswirkungen von der Mine haben, dann kann es sein, dass die zum Beispiel eine komplette Mine zum Stillstand bringen. Und das schlägt dann natürlich absolut auf den Aktienpreis. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, die ESG-Faktoren zu beurteilen und auch noch mit zu integrieren. Und zwar nicht nur die eine Climate Change, klar, es ist wichtig, aber es gibt dann ganz viele andere Aspekte, die man auch mit betrachten muss. Vielleicht apropos, darf ich kurz etwas ja, zu gerne Thema sagen, Entschuldigung. Also das Problem, was wir bei ESG ja haben, ist, dass es noch gar keine wirklichen verbindlichen Standards gibt. Auf dem Weg dorthin aber, glaube ich, wird sehr, sehr viel passieren. Also wir haben ja diesen unter anderem European Green Deal, wo ja allein die EU ein milliardenschweres Hilfspaket geschnürt hat, um das zu unterstützen. Und wir können uns schon vorstellen, dass die Unternehmen natürlich davon ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollen. Das bedeutet, es wird überhaupt kein Unternehmen geben, was an diesem ESG vorbeikommen wird. Und daher glaube ich, dass das nicht nur gerade ein Hype ist, sondern es wird ein entsprechender langfristiger Trend werden. Und ich sehe das überhaupt nicht in einem Widerspruch zu einer geringeren Rendite. Im Gegenteil, ich glaube, dass das Potenzial dahin fließen wird, weil wir auch das erste Mal in der Geschichte als Anleger eine gewisse Macht haben, entsprechende Geldflüsse in die Richtung zu leiten, wo es wirklich grün und nachhaltig und Government and Social entsprechend wird. Dabei gibt es viele... Absolut. Viele, viele Kriterien auch. Aber Frau Bernbach, ich wollte Ihnen jetzt nicht das Wort abschneiden. Bitte schön, Sie können gerne noch retournieren. Ja, nein, ich wollte dann auch noch dazu sagen, das ist auch ein bisschen ein Problem mit den Rating Agencies, weil verschiedene Rating Agencies, die sind toll, die machen wirklich gute Arbeit. Aber das Problem ist, dass die unterschiedliche Vorgehensweise haben, die haben unterschiedliche Gewichtungen und dadurch haben die wirklich unterschiedliche Scores. Und das führt letztendlich dazu, dass haargenau die gleiche Firma völlig unterschiedliche Scores haben könnte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Sustainalytics benutze und sage, okay, diese Firma schneidet absolut spitzenmäßig ab, deswegen nehme ich das in mein Portfolio rein oder ich schaue mir dann eine andere an, keine Ahnung, zum Beispiel MSCI oder Refinitiv oder Rebecca Sam oder irgendeine andere, die ein komplett anderes Score gibt,
dann weiß ich eben nicht, wer hat jetzt recht, also welches Score sagt das meiste aus. Und deswegen haben wir dann eben den anderen Ansatz genommen, dass wir praktisch selbst die ganze Arbeit machen und selbst die Firmen von der ESG-Seite beurteilen und nur die Rating Agencies dann für Diskrepanzen benutzen, also einfach nur um Diskrepanzen nachzugehen. Was sehen die anders als wir und warum? Und haben wir dann vielleicht was anders gesehen als die und gehen das dann nach? Und was auch noch gut ist, was die Rating Agencies machen, was wir natürlich nicht machen können, ist das Internet-Trolling, dass die dann 700.000 verschiedene Nachrichtenquellen beurteilen können, also schauen können nach Kontroversen, die für uns unmöglich wären. Ja, das ist dann schon mal was Tolles. Aber ich bin absolut der Meinung von Frau Ahrens auch, ist, dass wir hier auch irgendwo eine Konsolidierung brauchen, also dass wir einen einheitlichen Weg haben, was natürlich sich sehr, sehr schwierig gestaltet, weil man eine Rohstofffirma natürlich völlig anders beurteilt als eine Bank zum Beispiel. Einige große Fondsgesellschaften sind dazu ja schon übergegangen, quasi ihr eigenes Rating zu bilden, einfach genau aus der Problematik heraus, die Sie schildern, dass Sie einfach sagen, wir können einfach uns nicht auf die jeweiligen Kriterien oder die Erkenntnisse verlassen. Frau Dr. Upgang, Future Folio, auch Sie haben das Thema Nachhaltigkeit ja ganz groß in diesen Future Folios drin. Haben Sie sich für einen Anbieter entschieden? Ich meine, Sie haben vorhin noch Artikel 8 schon genannt. Da geht es um Offenlegungsverordnung, nochmal ein ganz eigenes Thema, EU-Taxonomie. Ich sage in solchen Fällen immer, wir bleiben bei Paragraph 1. Die Würde des Fonds ist unantastbar und das ist vielleicht auch ganz schön, wenn wir dies so nutzen. Aber wonach handeln Sie? Was ist Ihre Vorgabe? Dadurch, dass es sich ja bei den Future Folio Fonds um Dachfonds handelt, die einen Fokus auch auf das Thema ETF legen, weil es war ja wirklich ein Fonds, da stimme ich der Frau Ahrens zu, wir versuchen ja auch wirklich Anlagen zu konzipieren, die für jede Frau, jeder Mann auch erwerbbar sind, die günstig sind, die transparent sind. Und wir machen es halt bei uns im Future Folio so, dass wir versuchen, in den Segmenten, die wir dort abbilden wollen, also jetzt Renten, Aktien und dann das Thema Themenfonds, die ETFs herauszunehmen, die die höchsten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, ich habe ein Thema, das heißt Ernährung und hatte dort einen Fonds von Robeco SAM, der beispielsweise Nestlé hatte. Das hat mich immer gestört, weil das ist nicht das, was ich im Portfolio haben möchte. Aber es gab in dem Bereich noch nichts. Nun gibt es halt einen neuen ETF von Rice, der heißt Future of Food. Und dort sind diese ganzen Firmen nicht drin. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, weil wir keine Einzeltitelauswahl machen, sondern halt die Fondsauswahl machen. Wie schaffen wir es, die Themen, die uns am Herzen liegen, immer weiter, immer nachhaltiger abbilden zu können? Und da sind wir, muss ich jetzt auch mal sagen, der ETF-Industrie wirklich dankbar, weil es gibt immer bessere, immer transparentere, immer nachhaltigere Produkte auf dem Markt. Und ich freue mich dann immer, wenn ich dann mal was auswechseln kann. Oder das Thema Emerging Market haben wir beispielsweise nicht über einen ETF abgebildet, weil die nicht grün genug waren. Da haben wir uns dann für einen aktiven Fonds entschieden. Das heißt, die Möglichkeit haben wir ja zu sagen, wo aktive Fonds eingesetzt werden sollten, können wir das auch, wo sie uns überzeugen, aber wo wir einen günstigen, überzeugenden ETF finden, nehmen wir den. Und so ist das auch wirklich, wie bei allen, wie das ganze Thema Sustainable Finance, wirklich Work in Progress and Try and Error. Und so entwickeln wir uns da auch alle weiter. Ich denke, beim Thema Emerging Markets hätte Frau Schröder auch eine gute Idee, welchen aktiv gemanagten Fonds Sie da künftig vielleicht nehmen können. Frau Schröder. Ich finde das, Frau Upgang, vielen Dank. Also dieses Work in Progress, ich glaube, das ist genau angebracht. Und ich glaube, was man heute, wir haben ja die Regulatorik, haben wir gerade schon gehört, die wird das ganze Thema natürlich noch weiter streuen, was ja gut ist. Wir haben es bekommen von der Gender-Geschichte, jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit, Green and Social. Was man nur nicht machen darf, glaube ich, erstmal A, ist, dass man die ganze Welt über einen Kamm schert. Also ich kann nicht die gleichen Benchmarks oder die gleichen Bedingungen setzen, die ich in Industrienationen habe, die ich in den Emerging Markets habe. Ich meine, wir haben jetzt auch mit dem neuen Fonds oder auch mit Mikrofinanz schon oft, wir sind Artikel 9 Fonds,
oft die Diskussion gehabt und auch selber in-house, wie wir damit umgehen. Na klar, wollen wir Arbeitsplätze schaffen. Aber was heißt das auf der anderen Seite? Dass Industrie wächst. Das heißt, Energieverbrauch, Müll, wird alles mehr. Ne? Und das, um da gegenzuhalten, also das heißt ja immer so schön, do not harm, also einen positiven, eine Wirkung zu haben, aber eben die anderen Negativaspekte so wenig wie möglich zu beeinflussen. Und da müssen wir arbeiten, wir halt auch dran. Und ich kann das nicht alles auf einmal, machen. Also nicht ich, sondern grundsätzlich die ganze Welt. Ich glaube, da muss man sich einfach gucken, was machen wir, worauf konzentrieren wir, welches Ziel haben wir uns gesetzt. Und das andere wollen wir nicht schlechter machen, aber wir versuchen, in die richtige Richtung zu führen. Und ich finde es falsch, wenn man da, und das ist ja im Moment so das Problem, auch bei dieser ganzen Offenlegungsverordnung, wenn sich die Sachen angucken oder auch EU-Taxonomie, den CO2-Abdruck, den haben wir in den Emerging Markets nicht, der ist anders. Ich meine, wenn ich sagen muss, ich kann nur dort investieren, wo ich 30% weniger Energie verbrauche, ja, wir haben ja noch keine Energie. Hallo? Kann ich ja nicht verbrauchen. Und also man muss da einfach mit ganz anderen Ansätzen anarbeiten. Und was ich eine große Gefahr sehe, rund der ganzen Ratingagenturen, ich hoffe, da kommt noch mehr Klarheit rein, ist das Thema Greenwashing. Ne? Wie kann man das verhindern? Da habe ich auch keine Lösung. Dazu kam übrigens auch eine Frage, Greenwashing in Bezug auf diese Artikelfrage. Ich wollte das gar nicht so viel sanft formulieren mit Artikel 6, 8 und 9 und so weiter. Eindruck hier eines Zuschauers ist, dass das sehr häufig als Marketinginstrument genutzt wird und weniger als Transparenzinstrument. Jetzt weiß ich gar nicht, weil da wurde nicht formuliert, wem ich die Frage stellen soll, aber Frau Schröder, weil wir gerade so nett beim Plaudern sind, spiele ich Ihnen den Ball wieder zurück und Sie auch das Thema Greenwashing hier angesprochen haben. Also ist es eher Marketing oder ist es eher Transparenz? Diese Artikelfrage. Also ich glaube, das ist kein Greenwashing. Also auch wir erleben es gerade im Moment, weil die sind gerade dabei, wir müssen unsere ganze Wirkungsmessung, und das geht ja gerade bei Artikel 9, auch auf Artikel 8, darum, welche Wirkung erziele ich denn? Also welches Ziel möchte ich verfolgen und B, wie kann ich diese Messung, diese Wirkung messen? Und das wird, da haben wir uns gerade jetzt ein Team aufgebaut, hier intern mit 3 Personen und arbeiten mit der externen Firma zusammen, um halt jetzt spezifisch für das Thema Financial Inclusion in Emerging Markets dann auch zu bekommen, welche Wirkung haben wir, was können wir nicht erzielen. Wir kommen ja sehr stark von der sozialen Seite, zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen, keinen Hunger und sowas. Ja, was machen wir mit der grünen Seite? Die muss genauso abgedeckt werden. Und da versuchen wir gerade zu involvieren, dass wir das können. Und wir werden geprüft. Am Ende des Tages, also per 30.09. steht der Wirtschaftsprüfer vom Fonds vor der Tür und kontrolliert. Und ich hoffe, das ist nicht nur bei uns so, sondern bei allen anderen auch, um zu gucken, können wir das wirklich abdecken, diese Wirkungsmessung. Uns fällt es natürlich im ökologischen Bereich schwer im Moment, aber letztendlich beruht ja immer alles auf Daten. Also wenn wir die Daten richtig bekommen von den Unternehmen oder von den Instituten, dann hoffe ich, können wir im Laufe der Zeit, und das ist genau richtig, in Work in Progress, dann auch wirklich eine gute Wirkung erzielen. Danke. Ich denke, ich hätte dann auch noch ein bisschen was dazu zu sagen zu den Artikel 6, 8 und 9. Und was wichtig ist, ist, dass es letztendlich eigentlich nur eine Zuweisung ist. Es ist kein Marketinginstrument. Es ist nur letztendlich, welche Artikel man nimmt, heißt, dass man auch insgesamt wesentlich mehr offenlegen muss. Ja? Also je höher der Artikel in Anführungszeichen, also Artikel 8, muss dann weniger offenlegen als Artikel 9. Und es geht dann letztendlich darum, dass man eine Transparenz erschafft. Das heißt, die Leute, die dann sagen, ich bin Artikel 8 und können dann letztendlich durch ihr Reporting das gar nicht belegen, dann fallen die vielleicht dann wieder raus. Ja? Und was vielleicht problematisch ist mit den ganzen, ist, dass es auch darum geht, eine gewisse Komparabilität zu erschaffen. Und dass der Endinvestor weiß, okay, das ist Artikel 8 oder das ist Artikel 9. Aber das Problem, das ich dahinter sehe, ist, wenn diese Reporting basiert auf den verschiedensten Rating Agencies, die dann wiederum unterschiedlich ausfallen, dann gibt es auch keine wirklich Komparabilität. Mhm. Ja, also wenn alle den gleichen Rating Agency benutzen würden, dann okay, das sehe ich dann auch noch ein. Aber wenn die Rating Agencies an sich unterschiedlich sind, dann kann es sein, dass die Reporting natürlich auch wiederum unterschiedlich sind. Ja, und wenn ich da auch kurz eingrätschen darf, das Thema Sustainable Finance ist ja wirklich auch am Anfang. Und wenn ich da Goethe zitieren darf, der einmal gesagt hat, wer immer strebend sich bemüht, den werden die Götter erhören. Und das heißt,
Wir bemühen uns so, und Sie haben es ja auch gesagt, Frau Wellenbach, und Sie auch, Frau Schröder. Jetzt ist doch erstmal die Herausforderung an die Fondsmanagerinnen und Manager, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und viele, die, ich sage das mal so salopp, keine Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sagen, ach, alles blöd, alles Greenwashing, Thema durch. Das ist aber nicht so, und das Thema Sustainable Finance ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und ich glaube, wir sind da am Anfang und sollten da frohen Mutes sein und jeden Tag ein Schrittchen mehr in die richtige Richtung gehen, um dann auch für alle irgendwann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Frau Ahrens, Frage an Sie, würde ich mal gerne weiterreichen. Geht interessanterweise auch nach wie vor um Thema Nachhaltigkeit und ESG und um die Sustainable Development Goals, diese SDGs, diese UN-Ziele, die da auch formuliert worden sind. Da kommt die Frage, naja, unabhängig mal davon, dass die Ratingagenturen möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber Sie als Vermögensverwalter, Fondsmanager insgesamt nutzen ja diese SDGs, um eine passende Auswahl zu treffen. Kann es am Ende des Tages nicht so sein, dass Sie dadurch, obwohl Sie sich ja alle unterscheiden wollen in Ihren Investmentansätzen, am Ende in dieselben Unternehmen investieren, also dieselbe Soße bei rauskommt? Ich weiß gar nicht, ob wir uns alle voneinander unterscheiden wollen. Ich muss das Rad nicht neu erfinden in der Auswahl von Wertpapierprodukten. Aber natürlich, also wenn es Unternehmen gibt, die nachhaltiger oder sagen wir mal besser grüner sind als andere, werden die schon ein gewisses Klumpenrisiko in Zukunft bilden. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es wird zukünftig kein Unternehmen geben, was sich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen wird. Und wenn wir hier mal von der größten Energiewende aller Zeiten sprechen, dann haben wir natürlich Themen wie Windkraft, wie Solarenergie, wie Wasserstoff, bin ich ein bisschen zweifelhaft, was das Thema angeht. So, und wir haben auf der anderen Seite haben wir eine völlig neue Schaffung von Produkten in der Nahrungsmittelkette. Hier gibt es, Frau Dr. Obgang, hören Sie mal kurz weg, Nestle arbeitet hier auf Mikroalgenbasis an neuen Produkten. Ich glaube, Insekten werden gerade unglaublich lecker zu Tiramisu verarbeitet, etc. pp. Also Sie sehen schon, es gibt unterschiedlichste Bereiche, E-Mobilität im Automobilsektor. Also die Auswahl ist so groß an Unternehmen, die uns hier zukünftig überzeugen werden müssen. Da sehe ich also jetzt keine große Gefahr, dass wir wirklich immer zu den gleichen Unternehmen greifen werden. Also da wird es noch einiges geben. Frau Griedel, Frage zu den Anleihen. Ich meine, bei den Staatsanleihen gibt es ja vielleicht, das helfen Sie mir, nicht so die klassische Analyse wie bei Unternehmen. Also sind sie jetzt nachhaltig oder nicht? Es gibt vielleicht Staaten, die nachhaltiger agieren als andere. Gibt es da eine Messlatte in Ihrem Mischfonds, sowohl für den Anteil der Staatsanleihen als auch für den Anteil der Unternehmensanleihen? Frau Griedel. Also bei uns im Fonds ist es so, wir halten überhaupt keine Staatsanleihen. Das hat jetzt aber mehr was mit der Zinssituation zu tun. Und es ist natürlich ganz klar, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, hätte Staatsanleihen, da würden meiner Meinung nach einige Staaten einfach komplett wegfallen, in die man nicht investieren könnte, weil es einfach ja Diktaturen sind etc., Menschenrechte nicht berücksichtigt werden. Also das ist ja, dieses ESG ist ja ein riesengroßer Rattenschwanz. Also im Prinzip gibt es ganz viele Anleihen, die jetzt in allen, in Tausenden von Portfolios sind, die da eigentlich gar nicht mehr wirklich reingehören. Sind damit Unternehmensanleihen, wenn Sie die dann dabei haben, automatisch für Sie Green Bonds? Oder schauen Sie da, wir haben gerade das Thema Nestlé gerade gehabt, auch die haben Anleihen, allerdings sind viele Unternehmensanleihen mittlerweile ja auch, die im negativen Terrain orientieren. Das ist ja das Positive, finde ich, jetzt an der ESG-Diskussion, dass es eben auch eine gesellschaftliche Diskussion gibt. Also hier gab es jetzt auch schon die Frage, darf man jetzt Nestlé in einem Portfolio haben oder eben nicht? Und mein Nestlé liest man irgendwie jede Woche in einem negativen Artikel, aber die tun natürlich auch unglaublich in der Industrie neue Maßstäbe setzen, werden Technologien erfunden, die Ernährungsprobleme dann gut lösen können. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Also wir zum Beispiel haben auch ein Ölunternehmen als Unternehmensanleihe im Portfolio. Darf man das überhaupt? Aber habe ich da nicht lieber eines, dass wirklich die Ressourcen dort vor Ort schont, relativ ressourcenminimierend das Ganze macht und sauber. Weil selbst wenn man sagt, perspektivisch wird es kein Öl mehr geben, im Moment gibt es das halt noch. Also ich finde es
Man muss sich wirklich ganz genau das überlegen und auch die Investoren müssen überlegen, was sie wirklich haben sollen. Es soll es einfach eine, dafür ist ja die Transparenz auch so gut, dass man dann sagen kann, das und das ist ein Portfolio aus diesen und diesen Gründen. Und die sind zwar vielleicht nicht topgrün, aber es gibt eine unglaubliche Verbesserung dann doch. Die Lenkungswirkung der Finanzbranche, ne? Frau Ahrens, bitte, ja. Ja, Entschuldigung, vielleicht an dieser Stelle, die Tendenz stimmt ja schon mal. Wie Frau Dr. Upking eben sagte, wir diskutieren ja auf breiter Ebene dieses Thema. Und alles an allem sollten wir aber natürlich auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ja, also wir werden hier noch alle unseren Weg gehen und wir werden nachhaltiger und wir werden grüner werden, aber wir möchten auch eine gewisse Rendite haben. Und daher warten wir einfach mal ab, was da auf uns zukommt. Im Prinzip müssen zwei Dinge stimmen. Ich möchte gerne mit gutem Gewissen eine schöne Rendite erzielen. Das ist unsere aller Aufgabe, das unseren Kunden auszuwählen und diesen Weg zu gehen. In der Tat, ich glaube, da widerspricht Ihnen niemand. Frau Berlenbach, auch Sie wieder werden da nicht widersprechen, aber eine Frage noch an Sie. Das ist das, was ich gerade ansetzen wollte, zu fragen, Lenkungswirkung des Geldes. Also es geht ja nicht immer nur darum, vielleicht in ESG-konforme Unternehmen zu investieren, sondern vielleicht auch in Unternehmen zu investieren, die auf einem guten Weg sind, aber noch nicht so weit sind. Also sprich, in dem Moment, wo Sie investieren, haben Sie Anteile. Sie können im Zweifel auch bei Hauptversammlungen, ich weiß nicht, ob aktivistisch oder nicht, aber Sie können zumindest auch auf Hauptversammlungen Einfluss nehmen, ist das nicht auch ein Weg des Geldes und auch für Sie als Fondsgesellschaft, dort ein Stück weit für eine bessere Welt zu sorgen? Absolut. Also Engagement ist ganz, ganz, ganz groß bei uns in dem Investmentprozess. Und zwar, es ist schon so, dass viele Unternehmen vieles Gutes machen, aber berichten auch nicht drüber. Und wenn wir fertig sind mit unserer Matrix, also die ganze 90 Fragen durchgearbeitet haben, gibt es natürlich auch Lücken. Und dann gehen wir haben das Glück, dass wir dann auch ein sehr gutes Verhältnis bedingt dadurch, dass die Analysten über die Jahre hinweg mit diesen Firmen sich auseinandergesetzt haben, dass wir dann direkt mit der C-Suite sprechen können und direkt fragen können, das sind Lücken, das sind Dinge, die jetzt nicht zusammen sich addieren, was gibt es da, was ist dann los hier, also was kann man dann hier ändern? Und das Engagement ist eben ein großer Teil davon. Was auch noch interessant ist, dass wir dann erneuerbare Energien auch in dem Fonds drin haben. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, Synergien zu erkennen. Also zum Beispiel, es gibt dann eine Firma, Scatec Solar, die haben moduläre Solaranlagen, die dann separat leasen können. Das heißt, die Investitionskosten sind nicht hoch und die können zum Beispiel eine sehr remote liegende Mine, vielfach sind es dann auch in ganz, ganz sonnige Länder, deployen. Also die können die dann aufsetzen da und das heißt, dass diese Arbeit, die Scatec Solar, die wir dann machen, auch in Renewable Energies, kommt dann auch zugute bei den Minengesellschaften, dass man die zwei miteinander verbinden können. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten, eben die Minengesellschaften auch in dem Sinne zu helfen in den Inverted Commas, ja? Dass man sagt, es gibt diese Möglichkeiten, versucht das auch mal. Mhm. Und vielleicht zurück zu den Rohstoffpreisen. Also wie gesagt, ich belasse es absolut die Analysten, sich dann um die Preise zu kümmern und da Aussagen zu machen. Aber eins ist klar, wenn wir dann eben diesen Weg gehen, Solaranlagen sind gerade angesprochen worden, Windturbinen sind angesprochen worden, Elektroautos sind angesprochen worden. Es gibt nur begrenzt diese Ressourcen in der Erde. Und das, was wir brauchen, um zu dieser Energiewende zu kommen oder die Ziele zu erreichen, bedingt eine irre Menge an Ressourcen. Nicht nur das, sondern auch, dass wir dann mit bis 9,6 Milliarden Menschen wachsen bis 2050. Und das ist eine Menge Menschen, das ist eine Menge Ressourcen. Und mit begrenzten Ressourcen kann man sich dann nur denken, wo die Preise hingehen. Ja? Also nicht nur das, sondern Achim sagt immer schön, die niedrig hängenden Früchte sind schon gepflückt worden. Das heißt, die Ressourcen sind viel tiefer, viel schwieriger zu erreichen und viel weniger reich im O-Body. Und das bedingt auch höhere Preise. Frau Schröder, hier kommt gleich ein ganzes Bundle an Fragen, aber ich denke, wir können es vielleicht auch ein Stück weit schnell machen, weil manches sind Faktenfragen. Sie haben angesprochen, Privatinvestoren können nicht in den neuen Fonds reingehen, sondern nur institutionelle. Frage, was sind die Mindestanlagesummen? 200.000 Euro.
Das Mindeste. Die Frage ist dann beispielsweise, wir reden hier über Darlehen, die Sie ausreichen. Es geht also um Risikomanagement. Das heißt, Sie müssen womöglich ein ganz besonderes Risikomanagement pflegen, um selbst nicht in eine etwaige Schieflage zu geraten. Wie gehen Sie mit diesen Risiken im Fonds um? Also der Fonds schließt ja Darlehen, genauso wie bei Mikrofinanz-Darlehensverträge mit den Banken oder Finanzinstituten in den unterschiedlichen Ländern ab. Und das Risiko, was wir haben, unser Vertragspartner, ist dann immer die Bank. Also das ist das Risiko, was wir tragen. Und da müssen wir natürlich, das ist die erste Linie quasi. Da müssen wir die Due Diligence machen, die Analyse über die Bank, wie sie aufgestellt ist, welche Risikovorsorgen sie hat. Und da bin ich ja immer total überrascht in den Emerging Markets, wie stark die Regulatorik da eingegriffen hat. Also welche Anforderungen an Eigenkapital ist, da hängt Basel III, Basel IV längst hinterher. Also es ist immens, aber das überprüfen wir. Das ist also unser Vertragsrisiko. Dann geht es natürlich weiter hinter das Portfolio. Welches Kreditportfolio hat die Bank? Welche Kredite wurden vergeben? Dass es nicht nur ein Sektor ist, dass es diversifiziert ist. Also solche Dinge müssen wir überprüfen. Das machen wir auch im Risikomanagement. Und das ganz wichtige ist Monitoring. Ne? Was passiert? Die Darlehen laufen jetzt bei dem neuen Fonds länger, 3 bis 5 Jahre. Das ist ja dann auch nachhaltig, weil ein Unternehmer muss sich ja auch längerfristig die Finanzierung stabil halten. Und da sind wir dann, da müssen wir dann schon gucken, wie im Monitoring jedes Jahr, was dort passiert, wie hat sich der Markt entwickelt. Gleich noch eine Zahlenfrage hinterher. Wird wahrscheinlich beim neuen Fonds noch nicht möglich sein, aber beim Mikrofinanzfonds. Wie groß sind die Ausfallrisiken? Also wie oft bekommen Sie Ihr Geld nicht zurück? Gar nicht. Also wir bekommen es gar nicht zurück, meine ich nicht, wir bekommen es zurück. Okay. Nein, wir haben, also es gibt so eine Zahl vor Covid und nach Covid und das ist bezogen auf die Endkreditnehmer. Also wir haben ein durchschnittliches Darlehenvolumen an Kleinstunternehmer in Höhe von 1.300 US-Dollar. Und da fallen vor Covid 3% aus, in Covid 7 bis 8. Also es ist noch extrem wenig. Also ich habe mit wesentlich mehr gerechnet, weil die Phasen waren ja auch in den Entwicklungsländern total schlimm. Die Leute konnten nicht arbeiten, die konnten nicht durch die Lockdowns, sie konnten nichts machen, kein Geld generieren. Es gab natürlich auch viel Hilfe. Es gab Moratorien in vielen Ländern, wie zum Beispiel jetzt Sri Lanka hat noch eins, Georgien hatte. Also es gibt viele Länder, die auch unterstützend tätig waren, aber die Ausfallquoten waren sehr gering. Die Gründe sind der ausbleibende Tourismus, und das ist die letzte Frage in diesem Schröder-Bundle, wenn ich so sagen darf, oder sind es in der Tat spezielle Corona-Auswirkungen oder eben halt die Tourismusfrage in der kausalen Kette? Unter anderem natürlich in den Ländern, wo der Tourismus stattfindet. Also wir haben zum Beispiel Kenia, war ganz schlimm, was ich eben angedeutet habe, Sri Lanka oder Länder wie Kambodscha. Auch in Lateinamerika, aber natürlich auch die ganzen anderen Sektoren, ne, die wesentlich, wenn die Leute nicht arbeiten konnten, die haben weniger gekauft, also wie kleine Unternehmen, wie Handwerker, die konnten nichts machen. Und oft finden diese Geschäftstätigkeiten ja auf den Straßen statt oder in den Straßen statt. Die durften während der Lockdowns ja gar nicht raus, die konnten ja gar nichts machen. Und auch die anderen, die Konsumenten, haben natürlich auch nicht gekauft, weil sie auch weniger Geld hatten, weniger Einnahmen. Das war so ein bisschen die Spirale nach unten. Wir sehen es an den Wachstumsraten in den einzelnen Ländern. Ich meine, wir kennen es ein bisschen von China, da haben wir Wachstumsraten von 9-10% in den vergangenen Jahren gesehen. Vorletztes Jahr auch weniger. China ist jetzt vielleicht noch eine Ausnahme, aber in anderen Ländern ist es extrem runtergegangen. Es steigt wieder, das ist das Schöne bei den Emerging Markets. Es fällt, aber es steigt doch relativ schnell. Und die haben gar keine andere Chance. Die müssen einfach was tun, weil die haben keine soziale Absicherung. Wir sind sehr ausführlich und ausgiebig beim Thema ESG-Nachhaltigkeit gelandet. Vielleicht auch, weil wir beim Thema Powerfrauen sind und vorhin auch festgestellt haben, dass Frauen und Nachhaltigkeit gut zusammenpassen. Aber jetzt kommt in der Tat noch eine Frage rein zum Thema Gewinnung von neuen Mitarbeiterinnen oder auch Mitarbeitern. Bewerberverhältnis Frauen zu Männern. Nicht speziell an jemanden, aber Frau Ahrens hat sehr wissend genickt. Von daher würde ich die Frage vielleicht an Sie weiterreichen. Also Stichwort Recruiting und Bewerberverhältnis Frauen zu Männern. Kann ich nur zu sagen, grottig das Verhältnis. Also mir fällt da wirklich kein anderes Wort zu ein. Also da müssen wir wirklich alle noch anpacken. Das ist echt Pioniersarbeit. Also nicht nur, um Frauen hin in die Finanzwelt zu bringen, aller der Mann ist keine Altersvorsorge, bitte setzt euch mit euren Finanzen auseinander, aber auch neue Mitarbeiterinnen zu finden dahingehend.
Ich habe hier null Anfragen von Frauen und gegebenenfalls, da sehe ich zum Beispiel auch den Verband ein bisschen in der Verpflichtung, die machen hier schon einiges, mit Hochschulen, mit Studiengängen zusammenzuarbeiten, um direkt da anzusetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es am mangelnden Interesse liegt, aber auch hier müssen wir ein bisschen mehr als Mentorinnen wahrscheinlich nach vorne preschen und das unterstützen. Aber dass ich hier irgendwelche Initiativbewerbungen auf den Tisch bekommen würde, keine einzige. Und wirklich händeringend suche ich Frauen, die in die Beratung hineingehen, weil wir wissen alle, die Kommunikation zwischen Frauen ist eine komplett andere als zwischen den Männern. Und daher brauchen wir auch hier wirklich eine Richtlinie, wo wir vorwärts kommen. Also ich finde die Kommunikation zwischen Frau und Mann super. Also wir schaffen das jetzt richtig gut heute, meine Damen. Oh, da habe ich. Kein Problem, Herr Fahn. Ich bin nicht komplett bei Ihnen. Ich kenne aber auch andere Situationen. Ja, das glaube ich Ihnen wohl wissen. Aber wir haben zwei Handhebungen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da so höflich sind und die Hand erstmal eben. Frau Griedel vielleicht zunächst zu Ihnen nach München. Ja, ich glaube, dass es eben nach wie vor so ist, dass sich ganz viele junge Frauen so ein bisschen abgeschreckt fühlen von dem Image, das die Finanzindustrie hat. Also diese ganzen Filme, die es gab, Wall Street, dass man das Gefühl hat, dass sie nur irgendwelche Finanzhaie unterwegs. Und ich glaube, da können sich viele Frauen nicht mit identifizieren. Und man müsste viel mehr Werbung dafür machen, weil es gerade auch der Beruf jetzt, egal ob eine Beraterin oder eine Fondsmanagerin, das sind ja eigentlich sehr schöne, kommunikative, analytische Berufe und die dann zusätzlich auch noch relativ gut eigentlich mit Familie kombiniert werden können. Also ich glaube, es braucht einfach ein paar Role Models, die so ein bisschen erzählen, wie ihr Werdegang war, wie das wirklich aussieht im täglichen Business, dass sich die jungen Frauen nicht so abschrecken lassen. Haben wir heute ja einige tolle, spannende Geschichten von Ihnen gehört. Frau Schröder, auch Sie hatten die Hand noch kurz gehoben. Ja, bei uns ist es andersrum. Also wir bekommen wesentlich mehr Initiativbewerbungen von Frauen. Das liegt wahrscheinlich aber auch am Thema. Also Impact, ja. Investing ist, glaube ich, das hört sich jetzt auch wieder blöd an, aber ist wahrscheinlich eher so ein Frauenthema. Also wir bekommen super gute, qualifizierte, super tolle Bewerbungen von Frauen. Junge Frauen meistens, ne? Aber auch wir unsere Fondsmanagerin, also unsere Senior Portfolio Managerin, Finance Controlling ist eine Dame. Also es ist 56% Anteil an Frauen haben wir bei uns im Unternehmen. Frau Ahrens? Ich glaube daher, deswegen war ich auch eben mit diesem Begriff Powerfrau sehr vorsichtig. Ich glaube, dass wir uns zielführend da nicht gut bei tun, wenn wir uns als Powerfrauen bezeichnen, weil dann setzen wir uns auf einen Sockel, wo wir nicht hingehören. Wir sind einfach nur Frauen, die ihren Weg gegangen sind. Und das dient ja auch sehr oft als abschreckend. Also ich kann einfach nur sagen, egal wo ich noch irgendwo spreche oder auftrete, ich denke, ich spreche für jeden von uns oder für jede für und von uns. Ich bin immer noch aufgeregt, ja. Ich habe Tage vorher, denke ich mir, warum Mädel, hast du dir das angetan? Und dann gehe ich in die Gespräche und dann fluppt das aber einfach, dann läuft das. Also deswegen müssen wir vielleicht als Frauen auch mal ein bisschen wiederum nach vorne gehen und sagen, auch wir tun uns auch noch schwer. Und wir müssen diese Komfortzone, von der ich eben berichtet habe, verlassen. Und dann kommt man Schritt für Schritt weiter. Du kannst nicht direkt auf 100% sein. Und das ist genau dieser Ansatz. Ich glaube, Frau Schröder hat es eben auch schon erwähnt. Die Männer trauen sich viel zu. Die sind Innenherren, sind die vielleicht ähnlich unsicher, manch eine. Aber nach außen haben die ein Selbstbewusstsein, was sie ausstrahlen, was Frauen total abschreckt. Und auch da können wir ansetzen. Da lerne ich heute eine ganze Menge dazu. Und ich glaube, dass ich mehr feminine Seiten an mir habe, als ich das bisher dachte, wenn ich Ihnen so zuhöre bei der Skizzierung von Eigenschaften. Frau Obgang, Sie bitte. Ich wollte gerne einfach noch mal eine kleine Spanne zwischen dem, was die Frau Griedel gesagt hat und was Frau Schröder gesagt hat, zum Thema Mitarbeiterinnen. Wenn Frauen sich bewerben und das Unternehmen hat ein total gutes Image, wie zum Beispiel Invest in Vision Mikrofinanz, sehen wir, da ist Interesse. Aber auf der anderen Seite, wie Frau Biedl sagte, hat unsere Branche ein schlechtes Image. Und ich glaube, wir, und dann bin ich wieder bei Ihnen, Frau Ahrens, VUV, aber auch wir als Finanzfachfrauen, wären gut daran gehalten, unsere Unternehmen besser, attraktiver, nachhaltiger darzustellen, um bei Bewerberinnen, wenn wir diese suchen, authentischer, sympathischer, wünschenswerter rüberzukommen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, da müssen wir gar keine Powerfrauen zu sein, sondern das ist die Aufgabe, die alle Arbeitgeberinnen trifft. Wie stelle ich mich nach außen dar? Wie schaffe ich es, junge Frauen und
Bewerberin anzusprechen. Und Ihnen, Frau Schröder, gönne ich natürlich, dass die Frauen in die Bude einlaufen. Also wenn da noch mal eine dabei ist, ne, die auch nach Bonn kommt, denken Sie an. Auf jeden Fall. Genau, ja. Köln möchte auch. Köln möchte auch, ja. Ich habe noch, ich schaue auf die Uhr, wir haben es Punkt 11, wollten circa bis 11 machen. Eine Frage bekomme ich noch rein, noch mal an Frau Schröder. Das ist noch mal eine Folgefrage zu unserem Thema von vorhin. Es ging um die Ausfallraten von Krediten, bedingt durch Wegfall des Tourismus. Da geht es in der Folge gar nicht so sehr um die wirtschaftlichen Folgen, sondern schlichtweg, und das mag zynisch klingen, aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, dass es höhere Todesfallraten durch Covid gibt, da kein Gesundheits- und Krankheitssystem wie in Deutschland vergleichbar in den Emerging Markets existiert. Also sprich, gibt es dadurch dann Zahlungsausfälle? Wir können, wie gesagt, es gab höhere Zahlungsausfälle aufgrund von Covid. Wir haben, wie gesagt, bei uns im Gesamtportfolio waren das 7-8%, die höher ausgefallen sind, verglichen zu 3% vorher. Das kann man schon damit festmachen. Ich hoffe nicht, dass das alles Todesfälle waren. Es gab natürlich, ich meine, wir kennen es aus den Medien, aus der Presse, Indien als ein Beispiel, wie viele Menschen verstorben sind, oder auch in Lateinamerika, Ecuador, damals zu Anfang, ganz zu Anfang der Pandemie. Es sind viele Todesfälle gewesen, ja, aber nur aufgrund dessen hatten wir nicht erhöhte Ausfälle, aber mit Sicherheit deswegen auch. Aber das kann ich nicht, da kann ich keine Zahl dran festmachen. Mhm. Herzlichen Dank, Frau Schröder. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ich denke, wir können vielleicht gemeinsam ein Schlusswort kreieren. Also wir stellen erst mal fest, Frau Ahrens, wenn ich Ihnen aufmerksam zugehört habe, das Wort Powerfrauen streiche ich aus meinem Duktus, vor allem wenn ich mit Ihnen telefoniere und unterwegs bin. Ich glaube, das ist Mehrheitsmeinung. Es war, glaube ich, auch in jedem Falle als Kompliment gemeint. Und ich hoffe, Sie haben es auch als solches verstanden, wenn wir das immer wieder formuliert haben. Frau Schröder, wenn ich Ihnen aufmerksam zugehört habe, es geht um Selbstvertrauen, um Selbstbewusstsein auch der jungen Frauen, einfach mal Dinge angehen, machen. Der Weg ist das Ziel, heißt es, glaube ich auch. Frau Berlenbach, Ihnen wünsche ich, dass der Bergbau zunehmend weiblicher wird. Viele große Konzerne aus Australien, Kanada, Amerika, Sie haben es angesprochen, sind viele dabei, die diesen Weg schon gehen und auch erfolgreich gehen. Frau Griedel, bei Ihnen hoffe ich einfach schlichtweg, dass in München das Internet künftig besser funktioniert. Ganz profane Gründe muss es ja auch geben und Wünsche und Ziele. Und dass Sie fündig werden, auch im Anleihen Anteil. Und Frau Dr. Obgang, 33, 55, 77, wir haben über Schnapszahlen gesprochen, für die ganz Risikobehafteten, gibt es vielleicht noch eine andere Schnapszahl künftig? Ja, ich habe mich noch nicht an 99 reingetraut. Ja, ist vielleicht auch etwas hochprozentig am Ende des Tages. Genau. Ich ziehe meinen virtuellen Hut vor Ihnen. Eine Dame mit Hut war auf dem Einladungsblatt. Ich habe Roger Cicero am Beginn zitiert, auch das war der Mann mit Hut. Bei mir ist es der virtuelle Hut. Ich habe viel von Ihnen gelernt. Ich glaube, viele da draußen auch, die uns heute den ganzen Tag zugeschaut haben, die Telefone klingeln auch sofort bei Ihnen, direkt um 11 Uhr nach dem Ende dieser Veranstaltung oder zum Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der Hinweis sei auch gestattet an alle da draußen. Alle diese Damen sind natürlich im Internet schnell und gut auffindbar, haben E-Mail-Adressen, Telefonnummern. Es sind sicherlich noch einige Fragen heute übrig geblieben, die Sie dann gerne bilateral klären können. Und am Ende dieser Veranstaltung auch noch einmal der Hinweis, all das ist aufgezeichnet worden. Wir werden das schön alles einmal zusammenhängend präsentieren und auseinandergeschnitten, falls der eine oder andere auch noch mal speziell das einzelne Video der einzelnen Dame sich anschauen möchte. Herzlichen Dank für heute. Bleiben Sie gesund. Ich bin froh, dass ich diese Runde gemeistert habe. Es war dann doch nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Nein, Quatsch. Es war alles schön und nett. Auch herzlichen Dank für die tolle Vorbereitung zusammen. Und machen Sie es gut, meine Damen. Und an Sie alle da draußen, egal ob weiblich oder männlich, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es waren sehr anspruchsvolle 2 Stunden. Viele, viele Inhalte, die wir präsentieren konnten. Wir konnten immer wieder schmunzeln, auch zwischendurch. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich habe es angedeutet, vor allen Dingen auch bei emotionalen Themen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns treu. Und mit Sicherheit werden wir dann auch in den kommenden Monaten eine nächste Asset Manager Presentation für Sie vorbereiten. Vielleicht dann sogar schon mit echtem Publikum. Wir schauen, was Corona macht. Alles Gute. Tschüss.